Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Der Küste und die Wellen schlagen hoch. Der Kuddel steigt vom Kudder und holt seine Buddel noch. Mein Herzig schließt ihr Fischgeschäft, sie ist montags wieder da. Sie treffen sich am Stadion zum Heimspiel von Hansa. Der FC Hansa kommt ins Spiel. Sind heut heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz zum Stehen frei. Blau-Weiß sind unsere Farben an der Küste hier. Ein Pfeifkonzert, ein Jubelschrei am Kiosk, noch ein Bier. Ein Hexenkessel brodelt wie in Mailand und Madrid. Und daheim vom Hafen hat seine Trommel mit. Der FC Hansa stürmt zum Tor. Und
alle brüllen. Da kommt die Flanke und ein Schuss. Die Mannschaft spielt aus einem Guss. Hansa kommt ins Spiel. Sie sind heute heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz im Stillen frei. Ein Eintritt für einen Hering und das Stadion immer voll. Jede Menge Tore für Hansa, das wär toll. Und Freundschaft mit den Gästefans, sie sind genau wie wir. Sie lieben ihren Club und trinken gerne mal ein Bier. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Wie der Winter aufweht, wie die Tür.
einen wunderschönen guten Tag aus Wismar. Hier ist für euch euer Hansa Fanradio. Wir sind wieder live zu Gast hier in Wismar. Ich weiß gar nicht, heißt es noch Kurt Bünger Stadion? Kannst du mir das sagen? Ich glaube, der alte Name hat weiterhin Bestand. Ja, gut. Okay, ich habe nämlich auch gehört, das habe ich hier vorhin gerade erzählt, im Auto, dass hier alles ein bisschen umgeändert werden soll vom Namen her nach Joachim Streich, der ja verstorben ist mittlerweile schon und hier auch in Wismar zu Hause war und deswegen soll hier alles ein bisschen umgestellt werden. Ja, auch vollkommen verdient, ne? Also Joachim Streichs Leistung steht natürlich exorbitant für die Leistung im DDR-Fußball und das ist natürlich dann auch eine Auszeichnung jetzt hier. Genau. Vielleicht sagst du den Zuhörern erstmal, wer du bist am Mikrofon. Vielleicht ja, Thomas, das mache ich gerne. Ne? Ja, herzlich willkommen auch von mir. Hannes Knüppel, mein Name. Genau, der ein oder andere Fanradio-Zuhörer hat mich auch schon mal in den Ohren gehabt. Und ich freue mich, dass ich heute mit Thomas hier bin. Ja, ich bin auch seit langem mal wieder da, um genau zu sein. Habe ich letztes Jahr die Vorbereitung ein bisschen mitgemacht. Und in der Saison habe ich mich ein bisschen rar gemacht. Aber wir hoffen, dass die neue Saison, auf die wir ja alle gespannt warten, dass wir da auch wieder voll drauf sind und in der Stärke, wie man das Fanradio kennt, auch auswärts das gut macht. Hannes, du hast gesagt, du willst auch das ein oder andere Auswärtsspiel mit begleiten, willst den Zuhörern des Fanradios da ordentlich Power auf die Ohren geben. Da hast du richtig Bock drauf, oder? Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, das ist jetzt hier mein erstes Spiel in der Vorbereitung für diese kommende Saison. Und wenn man jetzt hier so direkt am Spielfeldrand sitzt, 10 Meter entfernt von der Auslinie, man bekommt auch schon wieder Bock auf die neue Saison. So ganz klar. Schreibt uns auch ruhig mal in den Chat rein, wie der Ton ist, ob ihr uns gut versteht. Ich habe mir sagen lassen im Vorfeld von unserer Technik-Crew, dass wir der eine ein bisschen lauter ist, der andere ein bisschen leiser ist. Also sagt uns einfach mal, wie ihr uns versteht und dann, denke ich mal, werden wir hier eine schöne Sendung auf den grünen Rasen bringen. Und wir haben jetzt hier schon mal geschaut, die Ausstellung, das ist ein richtig guter Service, den wir hier haben, weil wir haben die Ausstellung für die erste Halbzeit und wir haben die Ausstellung für die zweite Halbzeit. Wobei wir uns in der ersten Halbzeit gar nicht so sicher sind, was Jens davor hat. Vielleicht willst du kurz mal sagen, wen er da aufgestellt hat. Ja, also ich kann sagen, wen er aufgestellt hat, aber ich kann nicht sagen, wo er sie aufgestellt hat. Ja, genau, das ist komisch. Ja, also alleine schon in der Verteidigung bereitet uns hier diesen Namen hier große Probleme. Wir können ehrlich gesagt nicht sagen, wer jetzt hier hinten in der Abwehrreihe steht. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen auf den Anstoß warten. Genau. Dafür aber, was Thomas gerade schon meinte, Service, die Aufstellung für die zweite Halbzeit kennen wir dafür auch schon. Das heißt, das ist hier wirklich allererste Klasse. Das heißt, der Coach hat auch schon, wenn ich mal so durchgucke, 9 Wechsel geplant in der Halbzeit. Von daher werden wir hier 2 komplett neue Hansa-Mannschaften sehen. Bei Anker sehe ich das noch nicht. Also die lassen sich noch nicht so in die Karten schauen hier. Ja, vielleicht sagst du den Zuhörern jetzt mal genau, wer in der ersten Halbzeit spielt. Ich lasse dir natürlich auch den Vortritt mit der Hansa-Mannschaft als Hansa-Fan. Ja, ich würde dein Wissen mal gleich übernehmen. Also vielleicht sagst du mal, was Jens sich hier in den ersten 45 Minuten ausgedacht hat. Genau, ich würde das auch einfach aufsteigend nach der Rückennummer machen, wie es dann in der taktischen Aufstellung nachher aussieht. Das reichen wir dann einmal nach. Wir haben natürlich nachher auch das Bild am Start, von daher könnt ihr das dann auch selber erblicken. Im Tor startet unsere Krake, Kapitän Markus Kolke. Dann haben wir Rossi Rosbach, Simon Rhein, Rich Munsi, Haris Duljevic, Kevin Schumacher, Nils Fröhling, Thomas Meissner, Tino Gunnar Martens, Lukas Fröde und Pascal Breyer. Ja, genau. Und ich hau euch mal die Aufstellung von Anker Wismar auf die Ohren. Und da werdet ihr vielleicht merken, dass euch der ein oder andere Name da sehr bekannt vorkommt. Wir haben schon mal durchgezählt, ein paar Hansiaten sind dabei. Ne? Das ist schon krass, was hier in Wismar spielt. Also mit der Nummer 1 von Anfang an, Mirko Seide. Dann kommen wir schon zum ersten Hanseaten oder der mal für den FC Hansa gespielt hat. Das ist die Nummer 3, Erik Birkholz. Dann haben wir die Nummer 4, Marco Bode. Mit der Nummer 5, Marcel Odenbreit. Oder Ottenbreit, so heißt er. Dann haben wir die Nummer 6, Nico Billep. Dann mit der Nummer 9, Paul Baske. Mit der Nummer 13, auch ein bekannter Name in Reihen des FC Hansa Rostock, Florian Estorf. Dann mit der Nummer 21, Leon Nevermann. Mit der Nummer 24, da geht's hanseatisch weiter, Bill Wilms. Und mit der Nummer 27, Jonas Hurtig. Und dann wieder ein Hanseat, die Nummer 29, Julian Hanel. Tja, wir haben mal durchgezählt, also nicht weniger als 7 Spieler mit hanseatischer Vergangenheit in der Startelf von Anker Wismar und dazu haben wir auch noch den einen oder anderen Ex-Hanseaten auf der Bank. Also ein bisschen hat das hier auch was von Hansa 1 gegen die Amas. Genau. Wer das ein oder andere Mal im Volkstein zu Gast war, hat die Jungs auch schon mal in Action gesehen.
Ja, schauen wir mal, was sie jetzt bei Wismar hier so auf den Rasen bringen können. Ja, schauen wir mal. Also der Rasen sieht gut aus. Also ja. Für mein Fachverständnis, du bist ja der Fußballer, du spielst zwar auf dem anderen Untergrund, weiß ich, aber für mein Fachverständnis sieht der Rasen gut aus, oder? Ja, der Rasen ist verkehrt. Wenn ich hier mal so gucke, die Mittellinie, da hat einer einen kleinen Schwenker eingebaut, aber ich glaube, okay. Das ist jetzt zu vernachlässigen hier heute. Aber ansonsten das Geläuf, ich glaube, damit können unsere Profis auch ganz gut um hier heute. Kannst du eigentlich auch auf Rasen so gut wie auf Sand, oder? Ja, das sollen andere mal beurteilen. Also ich habe auch schon auf Rasen gespielt, spiele auch okay, auf Rasen nebenbei. Alles klar. Aber es ist doch was anderes, ne? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Gut, wer es vielleicht nicht weiß, also Hannes ist ja bei den Robben auch zu Hause, also Strandfußballer durch und durch, hat er mir vorhin ein bisschen im Auto erzählt, wir haben uns vorher auch so ein bisschen kennengelernt, wir kannten uns zwar, aber so richtig beschnuppert haben wir uns auf der Fahrt hierher und ja, da hat er mir das ein oder andere erzählt, aber jetzt gehen wir natürlich hier in den Testspieltag unseres FC Hansa Rostock, der zu Gast ist bei Anker Wismar und wurden hier auch schon vorher ein paar altverdiente Spieler verabschiedet bei Anker und jetzt schauen wir mal auf den grünen Rasen. Beide Mannschaften laufen jetzt hier geradeaus. Anker in den weißen Trikots mit den roten Hosen und den weißen Stutzen. Unser FC Hansa Rostock mit den neuen schicken Trikots. Wie findest du die Trikots eigentlich? Anderes, oder? Ja, auf jeden Fall was anderes. Ich muss sagen, im ersten Moment war ich ein bisschen geschockt, aber okay. Je öfter ich sie sehe, umso geiler finde ich sie tatsächlich. Ja. Also mittlerweile ist es echt edle Teile, muss ich sagen. Ja, also ich finde die auch schick, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, was ganz anderes mal. Dieser Camouflage-Stil so ein bisschen mit eingebaut in das Heimtrikot. Und die haben sie heute auch an, also diese blauen, schicken Trikots mit den weißen Hosen, den blauen Stutzen. So stehen sie jetzt da an der Mittellinie oder am Mittelkreis, stellen sie jetzt auf, winken dann nochmal gleich in die Zuschauermenge. Man muss sagen, das Stadion ist gut gefüllt, Hannes, oder? Wenn man sich mal so umguckt. Ja, wenn man sich so umschaut, ja, Tribüne doch, auf jeden Fall sehr, sehr voll. Aber es ist schwer abzuschätzen, wie viele Leute tatsächlich hier sind. Ich würde sagen, so vielleicht um die 1500. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht bekommen wir da auch nochmal eine Zahl reingereicht, dann reichen wir die natürlich an euch weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal hier die kleinen Knirpse, die als Auflaufkinder mit dabei waren. Das ist ja auch immer eine schöne Sache, war beim FC Hansa Rostock ja auch so. Corona-bedingt konnte man das ja nicht mehr machen, aber ich denke, das wird auch wieder in der neuen Saison zur guten Tradition werden beim FC Hansa Rostock. Und jetzt beide Kapitäne bei uns natürlich Markus Kolke, der Mann mit der Nummer 1, der ja vielleicht auch in dieser Saison eigentlich einen guten zweiten Mann hinter sich gekriegt hat. Und da sind wir mal gespannt, ob der gute Markus sich da durchsetzt. Ich sage ja. Wie ist da deine Prognose für die neue Saison? Ich würde dann mal die zweite Halbzeit von heute abwarten, weil ich unseren Neuzugang Nils Körber noch gar nicht gesehen habe. Aber ich muss ja sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Genau. So wird es auch bei uns im Tor sein, denke ich. Und das wird bei Kolle vielleicht auch nochmal das ein oder andere Prozent dann rauskitzeln. Ja, also, denke ich auch. Also der kann zweite Liga, definitiv. Der, auf jeden Fall. Der Nils Körber. Und ja, schauen wir mal. Anstoß gleich hier. So, jetzt können wir schon mal so ein bisschen auf die Aufstellung gucken. Ja, also mal. Meise und Rossi in der Innenverteidigung, da sind wir schon auf dem richtigen Dampfer gewesen. Schumi tatsächlich links außen. Ja, hab ich gesagt. Und Nils Fröhling macht heute mal die rechte Außenverteidigung. Okay. Dann sehen wir Lukas Fröde noch im Zentrum, vielleicht ja. Auch mit der Fünferkette hinten, wenn ja. Wir das mal uns ja. So anschauen. Oder vielleicht auch als Sechser aktiv. Ansonsten im Zentrum Haris Duljovic und Simon Rein in der offensiven Position. Ja, und ansonsten sehe ich vorne vielleicht auch eine Dreierspitze. Theogonar Martens von links außen, ja. Pasi Breyer von rechts und vorne dann als Stoßstürmer Rich Munsi. Ja, würde ich auch so sehen. Also wie gesagt, das ist jetzt die Auflösung ist da und der ja. Anschluss erfolgt. Vielleicht auch eine Dreierkette in der Abwehr, in der Offensive, Frühling ein bisschen hochschieben. Ja, wir starten hier auf der rechten Angriffsseite des FC Hansa Rostock. Der Ball wird erstmal hinten vom Meise geführt, der ja erstmal guckt, wo spielt er ihn hin. Auf Frühling, der ja wie Hannes schon sagte, hier die Außenverteidigerposition mimt und jetzt wird der Ball erstmal rübergespielt auf die linke Angriffsseite, wird da auch weitergeführt. Der FC Hansa Rostock versucht sich hier ja so ein bisschen gleich schon die Räume zu schaffen, aber das ist ja erst in den ersten Minuten auch, da ist Wismar natürlich auch noch frisch, da sind sie fit, da wollen sie mithalten, wollen hier versuchen natürlich auch den großen Favoriten in diesem Testspiel, den FC Hansa Rostock, zu ärgern, aber der FC Hansa macht das da erstmal schon gut. Jetzt haben sie den Ball erstmal wieder, sind in der Abwehr, im Abwehrzentrum hinten, spielen den Ball jetzt hier ins defensive Mittelfeld über Rhein. Jetzt ist es Frühling, der nochmal rausspielt auf Pasi Breyer, aber der kann den Ball nicht so richtig bekommen. Der gute Pascal, der muss da den Ballverlust hinnehmen, aber Da ist der FC Hansa Rostock zur Stelle, kann das machen mit Duljovic, der schießt einfach mal rauf und da ist das Tor. Das ist ja das, was ich mir in der neuen Saison auch von Harris so ein bisschen wünsche. Ja, er ist so Fall. Trickreich und ist so gut am Ball und der muss einfach den Kasten mehr treffen. Jetzt hat er es gemacht, 1-0, aber da gibt es auch eine kleine Verletzungsunterbrechung. Ja, man muss auch sagen, Haris Duljovic mit einer der spielstärksten Spieler bei uns. Aber hier gerade jetzt hat er auch einfach mal abgeschlossen. Ja, das hat ihm so letztes Jahr ein bisschen gefehlt. Ja, ja und da bleibt er eiskalt. Flach unten neben links. Den Pfosten. Von uns warum aus nicht? Gesehen. Ja, genau.
1:0. Das ging fix, das ging schnell. Der FC Hansa Rostock führt hier bei Anker Wismar. Und ja, wir denken auch, dass es hier, wie gesagt, schon ein gutes Ergebnis wird. Aber Jens Hertel möchte natürlich auch noch einiges sehen vor dem großen Testspiel, sage ich jetzt mal, am 9.7. im Ostseestadion gegen Brøndby Kopenhagen. Da soll dann auch schon so ein bisschen vielleicht die, ja, die erste Elf, die dann eine Woche später beginnt, sich rauskristallisieren. Aber schauen wir mal, wir sind erstmal heute hier bei Anker Wismar, die jetzt einen Einwurf haben von der gegenüberliegenden rechten Angriffsseite. Versuchen sie, den Ball einzuwerfen, aber der FC Hansa Rostock macht das gut, ist da schon im Ballbesitz, aber der geht ins Aus. Also es gibt nochmal Einwurf für Anker Wismar. Ja, bis jetzt Anker noch mit relativ wenig Ballbesitz. Schaffen es nicht, den Ball in den eigenen Reihen mal zu halten. Hansa immer schnell auf den Socken. Mit schnellen Ballgewinn jetzt auch gerade schon wieder. Schumi wieder setzt sich da gut durch, kann den Ball ablaufen. Und jetzt müsste es Einwurf wieder für uns geben auf der Seite. Also wir sind da immer sehr, sehr schnell im Pressing und treten den Wismaranern tatsächlich da auf die Füße. Und das Schöne ist auch, bei Simon Rein geht es jetzt weiter. Erobert den Ball vor dem Tor und kann jetzt auch dann weitermachen. Ja. Genau, und der Ball geht dann wieder ins Aus. Muss man jetzt schauen. Genau, Einwurf für den FC Hansa Rostock, so tief in der eigenen Hälfte auf der gegenüberliegenden Seite. Schauen Sie jetzt, wo Sie den Ball einwerfen werden. Es ist der den Ball einwirft, aber ein Wismaraner da mit dem Kopf zur Stelle, kann den Ball erstmal köpfen und der FC Hansa Rostock aber wieder im Ballbesitz. Jetzt versuchen sie schön auf Ritsch Munsi zu spielen. Der ist schnell, der Munsi, und der muss den doch jetzt machen. Legt er sich ein bisschen zu weit vor? Ja, aber hat er ihn noch im Spielfeld? Nee, ich glaube. Nein, hat er nicht. Da hat er sich mit der Ecke abgefunden. Ja, genau, es gibt Ecke, aber da hat man schon gesehen, die Schnelligkeit. Er ist ein flinker Stürmer, aber dann ja, hat er den Ball doch nicht richtig unter Kontrolle kriegen können. Da war noch ein Wismaraner dazwischen. Es gibt den ersten Eckball von der linken Seite für den FC Hansa Rostock. Und da schauen wir mal, was für eine Variante sich unser Club da ausgedacht hat. Ja, von da haben wir Schumacher und Rein. Genau, eigentlich parat stehen. Rechter Arm wird gehoben für die. Ja, Simon Rein ja auch der standardmäßige Eckenschütze, bringt ihn jetzt auch rein. Aber auf dem ersten Pfosten durch Freund und Feind und wieder Dujovic auf der rechten Seite. Nochmal die Grundlinie, kann ihn nochmal reinbringen. Ja. Und ja, Simon. Abschluss, ja. Ja, Pasi wollte eine Ecke haben. Ja, genau, aber wurde nichts. Da war noch Rostocker zuletzt am Ball. Simon Rein bringt ihn rein. Das ist ja auch so ein, so ein Wortspiel, was wir dann da immer haben. Hat er ja auch gemacht. Die Ecke hat er reingebracht. Hat nicht zum Torabschluss gefruchtet, aber jetzt Abstoß vom Kasten von Mirko Seide, der Nummer 1 im Wismarer Tor. Spielt ihn kurz ab auf seinen Abwehrkollegen, der mit einem langen Ball auf der linken Angriffsseite der Wismaraner den Ball spielt, aber der FC Hansa Rostock wieder Ballbesitz, versucht sich da durchzusetzen. Jetzt, ja, Pasi nicht richtig an den Ball gekommen, geht aber nochmal schön hinterher bei der Nummer 9 der Wismaraner, und die versuchen es jetzt mal über die rechte Angriffsseite. Jetzt ist der Ball im Mittelfeld, versuchen das jetzt hier mal über die Außen vielleicht zu spielen. Ja, so sieht's aus, da kommt die Flanke auf die Nummer 24, schön frei, aber da ist ja, abgeklärt. Frühling. Der kann auch Abwehr. Ja. Der macht er gut, genau. Macht er gut, gutes Stellungsspiel, gut erlaufen, cool geblieben, Ball erobert und wieder nach vorne gespielt. Hansa jetzt wieder im Ballbesitz. Öffnet über Rossi auf die linke Seite, Schumi schon über die Mitte rüber, muss ein bisschen abstoppen, zieht ins Zentrum. Ah ne, ist gar nicht Schumi, das ist ja Theo. Genau. Theo Gunnar-Martens ist das, sorry. Der sich ja, da mal nach links verirrt. Ja, aber der hat sich mal nach links verirrt, ist ja eigentlich genau. Schumis Position hier gerade. Jetzt ist der Ball auch mittlerweile wieder auf der rechten Seite, halbrechte Position auf Haris Stojovic. Der lässt sich ein bisschen abtropfen, Pasi Breyer. Verteilt ihn wieder in die Mitte, Lukas Fröde jetzt am Ball im Zentrum. Sucht die Lücke, findet sie mit Simon Rein. Auch der jetzt wieder ein bisschen offensiver. Kleiner Steckpass, wieder auf Munsi, wieder schnell. Und diesmal wenigstens der Abschluss, ja. Aber knapp oben rechts rüber. Ja, oben rechts rüber, genau. Wie du schon sagst, schöner Steckpass. Da jo. Ist Munsi reingegangen in diese sogenannte Gasse und hat mit rechts abgeschlossen über den Kasten rüber, über den Querbalken. Mhm. Also ja, hätte vielleicht auch anders aussehen können. Aber der FC Hansa Rostock jetzt hier in den ersten Minuten spielfreudig versuchen, auch das umzusetzen, was Jens Hertel ihnen wahrscheinlich mit auf den Weg gegeben hat. Jetzt aber Abstoß vom Kasten der Wismaraner, die aber den Ball nicht unter Kontrolle bringen konnten. Rosbach war es, der den Ball da erstmal nach vorne köpfte. Und jetzt der FC Hansa Rostock, ja, mit einem ja, nicht ganz so guten Pass, aber da gab es auch einen Foul in der Hälfte von Wismar. Und ja. Der Unparteiische hat es nicht gepfiffen. Jetzt mal langer Ball da nach vorne, aber da ist keiner. Da ist nur der FC Hansa Rostock und Markus Kolke, unser Kapitän, unsere Nummer 1 im Tor des FC Hansa, holt sich den Ball. Übrigens ganz in schwarz gekleidet, unser Keeper jetzt bei Meise. Der Ball geht hier rüber zu Fröhling, der natürlich auch in den Angriffssituationen mit nach vorne geht. Der, ja,
nicht ganz so guten Pass spielt, muss man sagen, auf Duljovic. Und der konnte den Ball nicht bekommen. So, das wissen wir jetzt mal, wie der im Ballbesitz ist. Spielen die Ball auch erstmal nach vorne, versuchen das. Aber ja, der FC Hansa Rostock steht da gut. Gutes Stellungsspiel. Thomas Meissner, der Mann mit der Nummer 25, weiter auf Rosbach gespielt, der den Ball jetzt mal am linken Fuß hält und rüberspielt auf die linke Angriffsseite. Kriegt den Ball aber gleich wieder postwenden zurück. Geht dann nochmal hier ins Mittelfeld zu Fröde und der weiter auf Duljovic, auf unsere Nummer 10, der das 1:0 für den FC Hansa Rostock gemacht hat. Ja, und wieder ein schöner Steckpass, aber diesmal abgefangen vom alten Amas-Kapitän Bill Wilms. Jetzt diesmal Anker Wismar wieder über die Nummer 9. Sehr spielfreudig aktuell, fällt mir jetzt schon auf hier, Paul Baske. Fällt mir aber auch auf, weil er auch bei mir am Strand im Team spielt. Von genau, daher gefällt mir natürlich richtig gut, dass er jetzt hier so eine gute Leistung zeigt. Aktivposten auf jeden Fall auf Seiten der Wismaraner, die jetzt hier wieder im Angriff sind und jetzt das Ding schön durchstecken auf eben Paul Baske. Und das könnte aber abseits gewesen sein. Ja, und es war auch abseits. Der spielt bei euch auch am Strand, ja? Der spielt bei uns auch am Strand, ja. Ah, gut. Leider, ich muss aus meiner Sicht ja sagen, leider spielt er auch bei Wismar. Ja, ist gut, natürlich okay. Sehr zeitintensiv, zweite Hobby dann hier. Aber auch am Strand ein guter Nationalspieler, von daher guter Junge. Oh, und ich habe ihn ehrlich gesagt auch noch nie auf dem Rasen gesehen, deswegen auch für mich jetzt nochmal interessant. Ja, genau. Und der FC Hansa Rostock jetzt nach Abstoß von Markus Kolke, der Ball da bei Fröde spielt rauf auf Duljovic, der so ein bisschen variabel die Seiten wechselt da und der Ball weiter vorne bei Rich Munsi, der aber erstmal zurückspielt auf Meissner und der, ja, wollte da den Diagonalpass mal schlagen, aber dann geht es hier nochmal nach vorne raus auf Simon Rhein, der sich da versucht schön durchzusetzen, der den Ball noch am linken Fuß hält, aber erstmal zurück zu Thomas Meissner spielt, der ihn schön mit rechts stoppt und dann nochmal zu Rosbach, der weiterspielt hier ins Mittelfeld zu Rhein und dann ist es Pascal Breyer, der nochmal rausspielt auf unsere Nummer 15 auf Nils Frühling und dann der Ball aber da vorne nicht verwertet werden konnte. So, das wissen wir mal wieder im Angriff ist jetzt hier über ihre Nummer 29, den Ball da mal nach vorne spielt, um da vielleicht die Lücke zu finden. Das haben sie auch, aber müssen erstmal wieder nach hinten spielen, weil der FC Hansa Rostock da wirklich sehr gut steht. Aber jetzt wird der Ball da auch ins Aus befördert. Wir waren zuletzt am Ball und so gibt es Einwurf für Anker Wismar. Tja, wir haben es auch gerade schon gesehen. Nils Frühling hoch bis zur gegnerischen Grundlinie. Also Außenverteidiger interpretiert er sehr offensiv. Ich glaube, das ist auch das, was der Coach ihm vorher gesagt hat. Er soll sich da immer mal wieder mit einschalten nach vorne. Leider nicht von Erfolg gekrönt, der letzte Angriff. Aber ich denke mal, das werden wir noch das ein oder andere Mal jetzt hier sehen im Angriffsspiel unserer weiß-blauen Hanseaten. Genau, und der Ball jetzt auch mal wieder bei Anker Wismar, die jetzt hier erstmal ganz in Ruhe von hinten versuchen aufzubauen. Aber der FC Hansa Rostock stört früh. Rich Munsi geht da früh rauf. Jetzt lässt er mal ein bisschen ab und versucht da auch gut früh zu stören. Und Anker Wismar mit dem Ball da in der Hälfte des FC Hansa Rostock spielen ihn erstmal auf die rechte Angriffsseite der Wismaraner. Wollten da einen flachen Pass durchstecken, aber das ist ihm nicht gelungen. Es gibt Einwurf für Wismar, die jetzt da an der Trainerbank vom FC Hansa Rostock links von uns aus gesehen den Ball eingeworfen haben. Der FC Hansa Rostock wieder im Ballbesitz. Jetzt mal Rich Munsi, der vorne schön den Ball versucht durchzustecken. Ja, jetzt kann es da mal schnell gehen. Jetzt gucken wir mal, dass der Ball da reinkommt. Ah, da im letzten Moment im Sitzen. Deswegen gibt es ja auch den Applaus von den Wismaraner Fans im Sitzen. Kann der Spieler da noch klären und so können sie jetzt hier nochmal über ihre linke Angriffsseite versuchen aufzubauen. Der Mann mit der Nummer 9 war das Baske, der aber den Ball dann wieder verliert. Ja, ein bisschen schnappig gespielt, das Ding. Ja, siehst du, kannst mit ihm nochmal sprechen. Ja, sag ich ihm nochmal. Aber jetzt Rhein, der da nochmal schön die Seite verlagert auf die linke Angriffsseite. Jetzt kommt die Flanke. Schöne hoch Flanke auf dem zweiten Posten. Das Tor. Ja. Aber dann gibt's Eckball. Die nächsten für den FC Hansa Rostock. Jetzt hier von der rechten Seite. Da warten wir, bis der Ball frei ist. Ich sehe ihn gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen mal aufstehen. Ja. Ach, naja, gut. Hauptsache, wir sehen das Tor da, wo er rein muss. Naja, gut, ist auch schön. Egal, wer ihn reinschlägt. Und Hauptsache, wir haben ihn hier auf der Kamera. Genau. Ja. Ja, schauen wir. Simon Rhein wieder schumige. Nee, Theo Namans ist es schon wieder verwechselt. Menschenskinder. Ja, blond. Ja, sorry. Ja, alles gut. Aber das sieht wohl aus, als ob Simon Rhein das Ding wieder reinbringen wird. Der Arm ist wieder oben und der linke Fuß bringt ihn dann auch rein. Kurz vor dem Torwart, der ihn auch wieder nur zur Ecke klären kann. Genau. Und damit ist es mittlerweile auch die, wenn ich richtig gezählt habe, vierte Ecke für den FC Hansa Rostock. Ja, genau.
Die vierte Ecke jetzt auch wieder von der rechten Seite. Und wieder Simon Rein und Theo Gunnar Martens an der Ecke. Und wieder bringt sie Simon Rein in den Strafraum. Lang. Diesmal auf den zweiten Pfosten. Da steht Rich Munsi und er setzt ihn mit dem Kopf knapp über die Latte. Ja. Ja, einige Varianten haben wir jetzt gesehen. Ja. Kurzen Pfosten, Langpfosten und ja, hat noch nicht gefruchtet, aber wie gesagt, wir sind ja hier noch früh im Spiel. Anker Wismar jetzt mal wieder mit einem Angriff. Langer Ball da nach vorne und da ist Thomas Meissner, der den Ball erstmal wegköpft und jetzt da ein Zweikampf mit Rosbach und der Nummer 29, Julian Hanel, der sich da nicht durchsetzen konnte. Und so gibt es einen Wurf für den FC Hansa Rostock. Nils Frühling hat sich den Ball da genommen, wirft ihn ein, kurz auf Rein und der Ball wieder im Aus. Nochmal ein Wurf für den FC Hansa Rostock, wieder Nils Frühling, der hier den Ball gleich einwerfen wird, wirft ihn weit ein und ja, auf den Kopf von Pascal Breyer, der den Ball ins Aus befördert. Es gibt einen Wurf für den für die Wismaraner. Bill Wilms ist da derjenige, der den Ball einwirft, hat ihn auch gleich wieder zurückbekommen. Jetzt auf Hanel, der mal ein paar Schritte geht, versucht den Ball da Richtung Strafraum durchzustecken und dann schießt er da so ein bisschen über den Ball rüber, der Nico Billep, die Nummer 6 von Anker Wismar. Wenn der den richtig getroffen hätte, dann wäre es eine erste gefährliche Situation hier für Anker gewesen, aber ja, so ist es nicht, so ist es der FC Hansa Rostock, der wieder im Angriff ist, der die Flanke da fast reingebracht hätte vor das Tor von Marco Seider, aber dann ist ein Wismaraner zu Gast, zur Stelle, zur Stelle und konnte den Ball noch klären und jetzt hat ihn Mirko Seide in seinen Fängen, wie man so schön sagt, und wird jetzt den Ball abrollen, so sieht's aus, zu seinem Verteidiger und ja, der macht's spannend, nimmt den Torhüter mit, der auch zeigt, dass er ein bisschen Fußball spielen kann und hat ihn da am Fuß, wird jetzt den Ball lang reinschlagen auf die rechte Angriffsseite, der geht dabei geradewegs ins Aus und so gibt es einen Wurf für den FC Hansa Rostock. Ja, ich glaube, da warst du ein bisschen zu vorschnell mit deinem Lob, dass der Torwart auch fußballerisch was drauf hat. Genau. Gleich das Ding mal ans Ausgeknüppelt. Ja. Aber gut, das passiert im Besten. Ich denke immer noch an Kevin Müller, da kommt man an die Uhr nachstellen, dass der Abschlag dann in Seiten ausgeht. Aber gut, jetzt mal wieder die Wismaraner, wieder mit dem Versuch, den Steckball nach vorne zu spielen, aber auch da ist unsere Abwehr auf der Hut. Pasi Breyer kommt aus der Tiefe, kann den Ball nochmal klatschen lassen auf Simon Rein, der wieder über die Mittellinie ist, ins Zentrum zieht und da gibt es das erste Foul in diesem Spiel. Im Mittelkreis, keine böse Sache, aber einmal kurz am Angriff gestoppt. Simon Rein lacht das Ding auch einfach mal weg, also so schlimm war es gar nicht. Aber er macht das Ding jetzt wieder schnell auf Haris Duljevic, der eigentlich relativ viel Platz hat und spielt den Ball einfach mal schön außen, Steckpass auf Theo Martens und da ist er doch. Ja, Querpass. Schöner Pascal Breyer. Ja, Außenfreistoß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da dauert es auch einfach zu lange, bis die Wismaraner sich da geordnet haben. Haris Duljevic viel zu viel Platz für den Steckpass außen raus und ja, einfach mal flach in die Mitte und Pasi steht ja genau richtig. So und kann sie nur einschieben. So kann es gehen. Ja. So wollen wir auch Pasi sehen in der neuen Saison, dass er da steht, wo ein Stürmer stehen muss. Ja. Und so steht es hier 2:0 nach gespielten 16 Minuten für den FC Hansa Rostock. Pascal Breyer, unsere Nummer 39, war der Torschütze zu diesem Tor. Jetzt Anstoß vielmehr für Anker Wismar, die den Ball erstmal wieder zurückspielen in die eigene Hälfte, auf die rechte Angriffsseite rausspielen, alles mit flachen Pässen. Und der FC Hansa Rostock stört da früh, versucht das da an der Außenlinie zu schaffen, sich den Ball zu bekommen und jetzt erstmal wieder Einwurf dafür an Gerd Wismar zwischen den beiden Trainerbänken und der Ball wird eingeworfen, wird aber erstmal wieder zurückgeköpft vom FC Hansa Rostock, die den Ball ja jetzt unter Kontrolle haben, jetzt versuchen ihn da nach vorne zu spielen, Simon Rein, schön gesehen hier auf Nils Frühling, der Mann mit der 15, der hier versucht, hier mal durchzugehen. Ersten weggeschöpft und jetzt hat er mal abgeschlossen, aber Simon Rein stand dahinter nochmal diesen Abklatscher, den man vielleicht auch gehört hat. Den hat er bekommen, spielt den Ball erstmal auf die linke Seite rüber und so wird der Ball nochmal scharf gemacht, wird auf das Tor geschossen. Mirko Seide musste da runtergehen und konnte den Ball erstmal klären, aber der FC Hansa Rostock ist noch im Ballbesitz da an der Außenlinie des Strafraums und bisschen zu lässig. Ja, bisschen zu lässig. Da verspielen sie sich so ein bisschen diese Chance und
Wismar hatte den Ball, aber jetzt ist nochmal der FC Hansa Rostock zur Stelle und da gibt es ja den Pfiff. Und wenn der drin gewesen wäre. Abseits. Ja, genau. Dann wäre es kein Tor gewesen, weil du schon gesagt hast, abseits angezeigt vom Unparteiischen hier auf unserer Seite. Und so kann die Wismaraner wieder aufbauen, haben sie den Ball jetzt dahin gelegt mit ihrem Torhüter, mit Mirko Seide und wird gleich mit rechts den Ball, ja, ich vermute, nicht weit reinbringen. Und war auch der Linke. Genau, war auch der Linke. So sieht's aus. Und gleich wieder früh gestört, ja, gleich wieder Ballgewinn vorne rein auf Rich Munsi, der ist im Strafraum. Aber ja, verdribbelt sich ein bisschen und das gibt einen Abstoß. Oder? Habe ich es richtig gesehen? Ja. Na schade, aber gleich wieder früh gestört, früh raufgegangen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen hier Mittel zum Zweck. Die Wismaraner früh am Spielaufbau stören. Und so gibt es wieder Abstoß für den Torwart aus Wismar. Das heißt übrigens Wismarer. Wismarer? Weil Wismaraner wäre eine Pferderasse. Wieder was gelernt. Entschuldigung an die Zuhörer, die uns hier zuhören. Wismarer, okay. Ja, Wismarer. Das war natürlich keine Absicht. Also ja, nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. War einfach nein. Unwissenheit meinerseits. Und damit meinerseits. Ich habe mich da gut eingereiht in die ganze Geschichte. Aber gut, alles klar. Also wie gesagt, wir versuchen das jetzt zu ändern. Wie sagt man denn noch Ankerer oder wie sagt man das? Die Ankerer, ja. Das können wir nochmal sehen, aber... Ja, Tor für die Rostockeraner. Wir haben ja wieder gute Leute im Chat, also ist wirklich richtig gut. Hauptsache, es wissen alle, wer gemeint ist. Genau, richtig. Also spielt Wismar gegen Hansa Rostock. Ja, genau, und die... Hansi Rostockeraner wieder mit dem schönen Ball vorne rein auf Kevin Schumacher, der das Ding wieder hinten auf Martens legen kann, der jetzt auch wieder an der Strafraumkante den Ball in die Mitte legt, auf Simon Rein. Der ist im Strafraum, sucht nochmal das 1 gegen 1 und stieß selber ab aufs kurze Eck, aber ja, der Torwart entschärft das Ding noch. Ja. Schöne Chance, da gibt es ja auch den Applaus für Mirko Seide, der da wirklich gut zu Werke gegangen ist und den Ball erstmal abwehren konnte auf Kosten eines Eckballs, der jetzt wieder von der linken Angriffsseite... Ich glaube, wir müssen mal anfangen, Strichliste zu machen bei den Eckbällen. Ja, hier. Genau. Wenn der Stift dann schreiben würde. Ja, genau. So, ich glaube, 5 oder 6 haben wir, ne? Ich glaube 5. Nee. 6 auf gar keinen Fall. Dann sind es 5. Ja. Wir haben die Zuhörer oder Zuschauer, kann man ja heute sagen, mitgezählt und können uns das nochmal berichtigen, weil einige Eckbälle von der rechten Seite können wir ja nicht so gut sehen. Vielleicht ist uns einer durchgerutscht. Ja, wir machen mal mit 5 weiter, genau, hier und dann haben wir jetzt schon mal eine Basis. Ich glaube, das werden nicht die letzten Eckbälle hier gewesen sein. Definitiv nicht. Und bei dem... Ballbesitz, den wir heute haben und bei den Angriffsläufen, die wir jetzt hier starten können, die dann auch immer erst in letzter Minute von den Wismarern unterbrochen werden können. Er hat geübt. Ja, ja. Der lange Ball jetzt von Seide nach vorne gespielt. Und gleich wieder Ballgewinn für Hansa. Gleich wieder vorne rein das Ding. Und gleich hat Pasi wieder den Ball. 1 gegen 1 gegen den Torwart. Und ganz cool eingeschoben. Da macht er ihn. Ich saß auch noch. Pascal Breyer. Frühe Ballgewinne, das Mittel zum Zweck vielleicht heute. Und 2 Minuten später gleich wieder erfolgreich abgeschlossen durch Pasi Breyer, der jetzt hier den Doppelpack markiert. Ja, 20. Minute, der Schadensprecher sagt es auch gerade an, 3:0 oder 0:3 aus Sicht von Wismar. Pascal Breyer, unser Mann mit der 39, ist hier erfolgreich, hat er ganz klassisch kaltschneuzig gemacht da vor dem Tor. Der Torhüter Mirko Seide kam ihm da entgegen und er hat ihn so ein bisschen umspielt und netzte dann zum 3:0 für den FC Hansa Rostock ein. Und so geht's mit Anstoß weiter für Anker Wismar, die den Ball hier nach vorne versuchen zu spielen und ein Foul zugesprochen kriegt, oder der FC Hansa ein Foul zugesprochen kriegt. Fröde ist es da gewesen, der da von den Beinen geholt wurde. Der lange Schlags da im Mittelfeld des FC Hansa Rostock, der Mann mit der 34. Freistoß schnell ausgeführt gewesen und jetzt ist es Meissner, der da mal ein paar Schritte nach vorne geht, den Ball stoppen lässt mit der Sohle. Das geht hier außen auf Fröhling und der müsste die Flanke hineinbringen. Ja, die ist ein bisschen zu lang. Die findet da nicht Rich Munsi, der diesen Ball kriegen soll, sodass Wismar jetzt im Angriff ist. Den Ball rüberspielt auf die rechte Seite an der Außenlinie lang. Aber der FC Hansa Rostock macht das gut, kann den Ball behaupten und spielen jetzt schon wieder nach vorne mit Duljovic vorne auf Munsi. Der ist ein bisschen zu lang für Rich und so kann der Torhüter Seide den Ball abfangen. Ja, und so baut Wismar jetzt wieder auf aus den eigenen Reihen, kurz vorm Strafraum wird der Ball hin und her gespielt. Jetzt ein kleiner Pass nach vorne ins Zentrum, jetzt können die Jungs den Ball mal ein bisschen treiben und da kommt sofort der lange Ball in die Spitze und sofort wird er auch wieder abgefangen von Thomas Meissner, der zurückspielt auf unsere Krake Kolke im Tor, der den Ball sofort wieder rechts rauslinkt auf Nils Fröhling,
der auch alle Zeit der Welt, legt ihn einmal kurz rüber zu Simon Rein, der rüberpasst auf Damian Rosbach, auch wieder Höhe der Mittellinie jetzt im Zentrum, geht auch einmal raus auf Haris Duljevic, der auch wieder in die Mitte zieht, sucht jetzt vielleicht die Lücke, aber legt das Ding erstmal wieder rüber auf Nils Fröhling, der auch noch wieder alle Zeit der Welt hat, nicht angegriffen wird, kann den Ball ein bisschen treiben, rechts rauf auf Pascal Breyer, ein kleiner Haken in die Mitte und da wird nochmal abgebrochen, geht nochmal wieder zurück und da wird nochmal wieder die Seite gewechselt, wieder zurück in der eigenen Hälfte auf Damian Rosbach. Jetzt bei Kevin Schumacher der Ball, der den Pass nicht ganz an den Mann bringt, an der Außenlinie, sodass Wismar einmal einwirft. Genau, die werfen ein von der gegenüberliegenden Seite. Ah, dauert ein bisschen mit der... Gucken, wo ist der Ball? Ach da, ja genau, jetzt sehe ich es auch wieder. Jetzt bin ich wieder... Du hast den anderen Ball noch verfolgt. Genau, das habe ich die Sinne wieder scharf gestellt. Und jetzt ist es aber der FC Hansa Rostock, der sich den Ball da geholt hat. Und da versucht im Mittelfeld was zu kreieren. Pascal Breyer hat den Ball nicht unter Kontrolle bekommen. Jetzt wird er hier nach außen gespielt. Und nochmal einen weiter nach außen auf der linken Angriffsseite. Aber da ist der FC Hansa Rostock zur Stelle. Kann den Ball klären auf Kosten eines Einwurfes für Wismar. Und Rich Munsi versucht sich da gleich reinzubringen in diesen Ball. Aber Wismar macht das hier an dieser Stelle gut. Versucht den Ball jetzt hier auf die Außen zu spielen. Und ja, da ist Pascal Breyer. Der wollte ihn sich holen, aber ja, ist ihm nicht gelungen. So dass der Ball nach vorne gespielt wird. Ja, da bleibt er liegen. Aber das musst du gegen eine Fröde. Da kannst du schon mal ranlaufen gegen so einen Schrank. Ja. Aber jetzt der FC Hansa Rostock auf der linken Angriffsseite. Versuchen sie den Ball da Richtung Tor zu bekommen. Aber den hat der unparteiische, Torhüter, meine Herren, jetzt geht's aber los. Der Torhüter Seide hat ihn da in seinen Fängen und konnte diesen Ball bekommen. Legt ihn sich jetzt da auch ganz gemütlich rauf, weil keiner greift an so richtig. Auch von den Rostockern nicht. Ja, doch, jetzt geht Duljevic mal so ein bisschen entgegen, aber dann wird der Ball natürlich nach vorne geschlagen. Torhüter warten ja immer ganz gerne bis fast zum letzten Moment. Und Wismar kann sich jetzt den Ball da in der eigenen Hälfte erstmal erkämpfen, aber dann ist der FC Hansa Rostock schon wieder zur Stelle. Duljovic am Ball, versucht sich ja durchzusetzen. 1 gegen 2, gegen 3 und Heber. Und Heber, ja. Das wäre schön gewesen. Ja, wäre ein schönes Tor gewesen. Aber ja, da hat man die Klasse auch von Duljovic gesehen, dass er sich auch mal schön durchsetzen kann gegen 2, 3 Leute, da schön mal vorbeigehen kann, auch mit dem Trick, auch mit dem Haken und ja, wenn dann noch ein Tor bei rumkommt, dann ist es umso schöner, das wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Aber jetzt ist es erstmal wieder Wismar, die den Ball hier in der einen Hälfte erstmal führen. Und da ist gleich es wieder Druck, Simon Rein. Gleich wieder Balleroberung. Ja, aber auch jetzt diesmal Ballverlust. Ja, Ballverlust. Wismar. Ja, Julian Hahnl treibt den Ball jetzt über die Mittellinie für die Wismarer. Immer noch am Ball, legt ihn rechts raus und wird sofort wieder in die Mitte gespielt. Auf Nico Billett müsste das sein, der mal abschließt und ja, das war doch der erste Torschuss, Das war der erste Torschuss. Na, oder zumindest Schuss. Torschuss ist ja, glaube ich, nur, wenn er auch aufs Tor kommt. Aber der war knapp am Pfosten vorbei. Ja, da musste sich Kolke schon sehr, sehr lang machen. Ja, aber ich glaube, das hat er auch gesehen, dass der nicht aufs Tor kommt. Dementsprechend auch die Arme dann weggelassen. Also mit all seiner Erfahrung würde ich jetzt hat mal so sagen von hier. Genau. Aber ansonsten, mal schnell den Ball nach vorne getrieben. Genau. Kurz einen Pass nach außen, wieder zurück in die Mitte und dann mal einen Abschluss gesucht. Also wirklich der erste vorzeigbare Angriff von Anke Wismar hier. Genau, und der FC Hansa Rostock ist jetzt im Angriff, aber erstmal über ihre Abwehrleute. Den Ball weit rausgespielt da. Auch schöner Ball. Ja, der kommt auch an und der kommt da auch rein. Und der ist drin. Der ist drin. Ja. Hoi. Wer war denn da zuletzt am Ball? Das ging so schnell. Das müsste Rich Munsi gewesen sein. Ja, genau. Aber von wem war denn dieser schöne Querball? Nee, der kam von Schumi kam der Ball rein, aber wer hat den schönen Seitenwechsel hier fabriziert? Ich würde locker sagen, über 40 Meter nach außen. War das Thomas Meis, ne? Nee. Ja, doch. Ja, echt? Ich glaube schon, das war Meise. Seid ihr sicher? Ich hätte jetzt gesagt Lukas Fröde. Ja? Ja, es war, glaube ich, die 34, doch. Den Ball da rausgespielt hat? Ja. Siehst du nichts in deiner Kamera, ne? Ja, aber auf jeden Fall ein wunderschöner Seitenwechsel aus dem Abwehrzentrum. Vielleicht sagen die Zuschauer gleich, wer das war. Ja. Also ich hätte gedacht, das ist die 34. Aber gut. Ja, aber war wirklich ein schöner Ball, egal wer es auch war. So oder so, es steht 4-0 für unseren FC Rostock. Richtig, nach gespielten 27 Minuten. Ja, und jetzt hat Rich Munsi auch sein Tor, nachdem er schon 2, 3 Chancen hatte. Ja. Muss ihn jetzt einfach nur über die Linie drücken aus kurzem Winkel. Das macht er gut, macht er überlegt. Aber ich würde sagen, 70% gehen auch wirklich auf den Pass nach außen und dann auch auf den Querpass. So sieht's aus. Jetzt schauen wir mal, aber Kolke hat den Ball da am Fuß, spielt ihn erstmal links raus und die Wismarer
Wismarer. Wismarer. Wismarer, aber auch schon Mecklenburger. Wismarer, genau. Machen das sehr gut. Der Ball ist im Außen. Es gibt Eckball für Wismar von der rechten Seite. Das müsste auch die erste Ecke für Wismar sein, ne? Ich mache mir gleich mal den Strich. Ja, doch, das ist definitiv die erste Ecke. Das ist definitiv die erste Ecke. Und schauen wir mal, was die sich da ausgedacht haben. Ach, ich sehe jetzt ja auch gerade zum ersten Mal, dass wir auch nochmal eine Anzeigetafel haben. Ja, das ist die Weltklasse. Aber so weit nach links musst du den Kopf auch noch nicht drehen hier. Okay, die Ecke ist ausgeführt und die kommt auch vors Tor. Ja, wird aber jetzt schöne geklärt. Schöne Querschläge von Nils Fröhling, da haben eigentlich Strafraum. Wird geklärt vom FC Hansa, aber Wismar noch im Ballbesitz über die rechte Seite. Nochmal die lange Flanke rein auf den zweiten Pfosten. Ja, da sind sie fast mit dem Kopf zur Stelle. Aber der FC Hansa Rostock kann das gut klären. Den Ball, der geht ins Aus und so gibt es Einwurf und das macht Bill Wilms für den FC. Anker Wismar versucht es lang, ja, so halb lang reinzubringen und ja, Wismar in Ballbesitz, aber jetzt kommt der Ball weit rausgeschlagen und schauen wir mal, was bleibt der drin, der Munsi bleibt macht. Drin. Ja, bleibt drin, aber Munsi kann sich da, doch, er hat den Ball, schön, ja. Hat er ihn geholt und jetzt versucht den Schritt rein und das ist starke Spiel. Jetzt müssen sie es noch ein bisschen ausspielen. Ui! Aber eine schöne Variante von Mirko Seide. Ein schöner Schlenzer da auf das Tor von Wismar. Und dann kann er sich auszeichnen. Die Nummer 1 im Tor von Anker Wismar. Das sah richtig gut aus. Ja, schöne Zugeinlage. Das war richtig schick anzusehen. Und jetzt aber wieder Fröhling, der da versucht, den Ball zu bekommen. Aber Wismar kann sich da noch durchsetzen. Jetzt sind sie noch im Ballbesitz, versuchen den Ball da auf die rechte Angriffsseite zu spielen. Da sind sie auch frei und spielen jetzt raus. Ja, schade. Da haben sie sich selbst ein bisschen im Weg gestanden. Unfreiwilliger Doppelpass. Genau, richtig. Und Duljovic jetzt mit dem Ball da nach vorne. Schön rein da auf Rich Munsi und dann hat kein Abseits angezeigt. Ja, doch, jetzt ein bisschen spät. Ja, schade. Aber das wäre schön gewesen. Schön vorgetragener Konter wieder. Ja. 2-3 Stationen, aber dann leider Endstation abseits, sodass Wismar wieder im Ball ist. Genau. In der eigenen Hälfte, fast im eigenen Strafraum und Torwart Mirko Seide das Spielgerät wieder zu seinem Mann bringen möchte. Kurz einmal gekommen hier. Nico Bilep bietet sich an im eigenen Strafraum, kann ihn rüberlegen und schon wieder der Fehlpass. Pasi Breyer zentral mit dem Ball auf Rich Munsi außen raus. Der dreht sich noch einmal um die eigene Achse, ist jetzt 2 Meter vom Strafraum, legt nochmal rüber auf Theo Martens, der jetzt auf die rechte Seite mittlerweile gewandert ist, im Doppelpass mit Duljovic, bringt ihn wieder vors Tor, doch Wismar kann ihn noch einmal klären, immer noch im Ball bis zum eigenen Strafraum und jetzt das lange Ding, sicherheitshalber einmal nach vorn, direkt auf Rossi, der zurückspielt zu seinem Kapitän und Torwart Markus Kolke, der den Ball sofort wieder verteilt, rechts raus auf Thomas Meissner und jetzt ist das Spiel erstmal wieder ein bisschen beruhigt, Lukas Fröde, kurz auf Simon Rein und wieder abgeklatscht auf Thomas Meissner. Und wieder mal so ein langes Ding außen raus. Kommt er auch diesmal an? Ja, super. Schönes Ding. Raus auf Kevin Schumacher. Der nimmt das Ding wieder und ja, spielt wieder einmal zurück. Also wir sehen schon so ein bisschen, es wird sich hier hin und her der Ball hin auf jeden Fall zurechtgelegt. Jetzt mittlerweile Rossi auf außen links. Bringt mal eine Flanke rein. Ins Zentrum. Rich Munsi versucht den Ball. Ah, kriegt er aber nicht, weil Mirko Seide auf der Hut ist und das Ding einfach mal abfängt. Genau, so sieht's aus. Und der hat den Ball noch in den Fängen. Was ich fragen wollte, so eine Parade, wie wir eben gesehen haben von Mirko Seide, sieht man auch am Strand bestimmt bei den Torhütern auch öfter, oder? Genau, die sieht man auch. Man fällt ja auch weich, ne? Ja, genau, aber deswegen. Ja, da schmeißt man sich wahrscheinlich mal ein bisschen anders hin, noch. Ja, aber ich muss sagen, das hat er schon gut gemacht, ne? Ja. Da ist er schön abgehoben. Ich glaube, Olli Kahn hätte auch zumindest eine 2+ gegeben, ja, okay. Weil festhalten kann man immer. Ja, genau, festhalten kann man immer. Das stimmt. Und jetzt gibt es ja auch den Pfiff, weil ein Foul angezeigt wurde von Anker Wismar an Rosbach und der Ball schnell ausgeführt. Duljovic mit dem Ball auf Fröhling, der geht da schön Richtung Strafraum, versucht den Ball flach reinzubringen und dann ist es wieder Mirko Seide, der den Ball aber fängt außerhalb des Spielfeldes, das heißt es gibt Ecke, den Eckball Nummer 6 jetzt hier von der rechten Seite wird er gleich hineingebracht, das wird wahrscheinlich wieder Simon reinmachen, so sieht's aus, der läuft da auch schon hin mit unser Nummer 33 zusammen mit Theo Martens. Die beiden sind hier vorgesehen für die Eckenvarianten. Ja, nur dass Theo bis jetzt immer zugucken muss. Ja, ne? Der macht die Absicherung. Ja. Der macht die Absicherung und jetzt kommt der Ball rein von Simon Rein und ja, keiner da zur Stelle. Der Ball fliegt an Freund und Feind vorbei, wie man so schön sagt, und geht
an der Eckfahne auf gegenüberliegender Seite ins Aus. Und Wismar mit dem Einwurf tief in der eigenen Hälfte auf der gegenüberliegenden Seite, wenn sie jetzt den Ball hineinwerfen und gleich, ja, versuchen wir wieder vor den Kassen von Markus Kolke zu kommen, aber so wird es erstmal nichts, weil sie erstmal zurück zum Torhüter werfen, der lang rausschlägt hier den Ball und Wismar noch in Ballbesitz erstmal auf Sicherheit macht und den Ball zurückspielt. Jetzt müssen sie ihn ja vielleicht mal hier über die Außen spielen. Da sind sie frei, schön einmal da um die eigene Achse sich gedreht, der Mann mit der Nummer 9 von Wismar. Und jetzt geht es hier über die 24 Wilms, der den Ball gleich wieder weiterspielt. Und jetzt kommt da mal der hohe Ball, ja, rein. Abseits. Aber abseits auch angezeigt. Und Frühling wäre auch da gewesen, ist da an seinem Gegenspieler eng dran gewesen. Hat ihn so ein bisschen weggecheckt und konnte diesen Ball dann oder hätte diesen Ball dann auch bekommen. Jetzt geht es über die linke Seite mit Duljovic, der wirklich links und rechts hier heute zu finden ist. 33 Minuten sind gespielt. Der Ball wird hier rüber gespielt auf die rechte Seite. Frühling jetzt mal mit dem schönen Seitenwechsel, diagonalen Pass auf Pascal Breyer, der versucht, den Ball dann nach vorne zu spielen. Aber ja, das wurde nichts. Bisschen abgerutscht, glaube ich. Abgerutscht über den sogenannten Schlappen, ja, wie man so schön sagt. Und Wismar jetzt in Ballbesitz, versuchen das da jetzt über die rechte Seite, aber da geht der Ball auch uns aus. Wieder Einwurf für den FC Hansa Rostock. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zerfahren, aber beide versuchen hier jetzt noch in der ersten Halbzeit was zu machen. Auch gerade mit dem Gedanken beim FC Hansa Rostock, das ja in der zweiten Halbzeit fast komplett ausgewechselt wird. Aber jetzt müssen wir aufpassen, denn Rich Mutti macht's. Schön am Torhüter vorbei. An Mirko Seide, ja, geht er rechts mit einem kleinen Schlenker und schiebt ihn flach ein. Und er zeigt es auch an, Simon Rein zeigt es an. Ja. Das war ein super Pass von Nils Frühling. Das war ein wirklich super Pass. Und ja, so steht es hier 4:0. Die Jungs wissen, bei wem sie sich bedanken müssen. Ja. Schöner Steckball, flach. Und Munsi bleibt diesmal cool. Markiert hier auch sein zweites Tor. Doppelpack damit für Rich Munsi. Ja, genau. Und die, das wollte ich eben gerade noch zu Ende erzählen, wollen sie natürlich hier zeigen, die Jungs der ersten Halbzeit, weil jeder will sich ja aufdrängen. Und will ja natürlich Jens Hertel zeigen, hier, ich bin der Mann für die erste Elf und ich möchte gegen Brøndby Kopenhagen spielen. Tolles Spiel und möchte natürlich auch beim ersten Ligaspiel mit von der Partie sein. Und da schauen wir mal, wie Jens Hertel sich entscheidet. Aber jetzt ist erstmal Wismar wieder im Angriff und der FC Hansa Rostock macht das gut, kann den Ball erstmal wieder klären mit Meissner, der zurückspielt zu Kolke, der ihn gleich rausspielt. Aber Wismar mit dem Ball, den sie abgefangen haben, sind jetzt hier im Mittelfeld, spielen die Ball erstmal zurück auf Sicherheit und dann versuchen sie sich hier nochmal nach vorne zu spielen, durchzutanken, aber ja, das gelingt ihnen noch nicht so richtig, weil der FC Hansa Rostock sehr gut steht. Jetzt mal da Ball auf die Nummer 9 und der kann ihn, der war ein bisschen überrascht, würde ich sagen. Der war ein bisschen überrascht, der gute Paul Baske, ja, den du ja wie gesagt auch kennst und ja, da hätte er vielleicht ein bisschen mehr mal draus machen können, oder? Ja, aber er stand eben abseits, ja, von daher. Ja gut, das ist klar, ja. Wollen wir auch mal nicht sagen, dass es sein starker linker Fuß war, mit dem er jetzt hier ein bisschen ja, am Ball vorbeigehauen hat. Ja. Hätte eh nicht gezählt, wie gesagt, weil der Junge im Abseits stand. Aber Hansa sofort wieder im Ballbesitz und sofort wieder langer Ball nach rechts außen auf Theo Martens, der das Ding reinlegt auf Simon Rein, auch gleich wieder rechts rausgelegt auf Nils Frühling, den gerade so noch im Spiel halten kann, ja, geht ins 1 gegen 1 direkt an der Grundlinie, kommt nicht vorbei an Bill Wilms, muss ihn nochmal zurücklegen auf Theo Martens, der den Mann in der Mitte sucht und mit Lukas Fröde findet, der auch den Ball, ja, nach vorne spielt, doch leider in die Füße der Wismarer, die jetzt wiederum kontern können. Über die Nummer 21, über Leon Nevermann, der das Spielgerät jetzt einmal rechts rüberlegt und jetzt kompletter Seitenwechsel raus auf die rechte Seite. Wismar jetzt auf Höhe Mittellinie, wieder im Zentrum. Ja, lassen den Ball jetzt mal gut laufen über die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stationen. Immer noch im Ballbesitz, immer noch und dann mit einem Fehlpass. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Und sofort gleich wieder das Ding nach vorne. Sofort wieder auf Rich Munsi. Oh. Doch, der Torwart geht ihn direkt zu mir. Ja, stark! Sehr gut, ja, den behalte ich. Also, ich hätte ihn nicht gefangen, definitiv nicht. So. Ich hätte daneben gegriffen wahrscheinlich. Alles gut, das wäre jetzt auch peinlich gewesen, hätte ich ihn nicht gefangen. Am Wochenende muss ich wieder in die Kiste gehen, von daher. Er hätte mich gerettet. Aber es ist auch kein anderer aufgesprungen hier, ne? Aber ist okay. Kein Ding. Kein Ding. Sag nochmal den Coach Bescheid. Nils Körber spielt sonst 25 Minuten und dann komme ich wieder. Genau, ich hab Bock. Ja, sehr schön. Ja, das ist doch das, was das Fanradio ausmacht, dass wir mal ein bisschen was zu lachen haben hier.
bisschen Spaß haben. Das sind ja die Testspiele, die wir dann auch in der Vorbereitung lieben. Jetzt aber Rich Munsi da am Ball, spielt nochmal raus auf Fröhling, der den Ball reinbringt. Ja, und dann... Ja, Fröde, im Liegen. Im Liegen. Aber kriegt ihn nicht... Ja, im Netz untergebracht. Also mit der Hansa-Brille hätte man vielleicht da auch noch einen Kontakt unten sehen können, ja, der vielleicht zum Elfmeterpfiff geführt hätte. Ja. Aber ja, Zweitligaschiedsrichter Florian Lechner zuckt nicht mal mit der Wimper und gibt den nächsten Eckball für Hansa Rostock. Diesmal wieder von der linken Seite, die wir hier ein bisschen besser im Blick haben. Genau, so sieht's aus. Und da schauen wir mal jetzt nicht Simon Rein am Ball. Nee, so Haris Dujovic diesmal. Dujovic macht es mal, genau, mit rechts. Mal schauen, was der sich da ausgedacht hat. Und der Ball kommt schön rein und kommt auch auf den ersten Pfosten. Ja, Thomas Meissner mit dem Kopf. Aber geht aber über das Tor rüber. Also ungefährlich. Gesagt, der war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also die Eckball-Variante da, die wir gemacht haben, kann auch mal anders aussehen, wenn du da vorne am ersten Pfosten so einen Langmann wie Meissner stehen hast, der den Ball dann auch mal im Tor unterbringen kann mit dem Kopf. Aber jetzt ist es erstmal wieder Mirko Seide, der den Ball nochmal am Fuß hat, nachdem er ihn schon mal abgespielt hat. Jetzt nochmal flach reinspielt für Wismar. Und da müssen sie aufpassen, spielen den Ball nochmal zu ihrem Torhüter zurück, der jetzt aber lang den Ball rausschlägt. Da ist es aber Rosbach gewesen und der den Ball bekommen konnte. Fröhling auf Munsi mit dem Kopf. Also ihr seht es ja schon wieder, der FC Hansa Rostock im Ballbesitz hier auf der rechten Seite. Aber jetzt haben sie auch mal den Ball verloren, sodass Wismar sich da mal so ein bisschen das Spielgerät stibitzt hat und jetzt mal auf die rechte Seite spielt, um da mal einen Angriff zu starten. Das gelingt ihnen aber nicht so, dass der FC Hansa Rostock wieder im Ballbesitz ist. Jetzt mal über die Abwehrreihe hinten erstmal den Ball spielt. Rosbach raus auf die linke Seite. Dann geht es an der Außenlinie lang. Da ist es Duljovic, der sich da versucht durchzusetzen im 1 gegen 1. Ja, auch der hat mal einen Ballverlust und Wismar bringt den Ball Richtung Abwehr des FC Hansa Rostock, die sie Ball natürlich gleich wieder in irgendeinen Reihen haben und ihn nach vorne spielen. Aber jetzt auch mal so ein paar unsaubere Pässe da von unserem FC Hansa Rostock, die den Ball aber jetzt mit Martens da hier auf der rechten Angriffsseite haben. Nochmal schön rausgespielt. Der Doppelpass. Da, genau, von Breyer. Und jetzt versuchen wir es, auf das Tor zu schießen. Fröhling ist es gewesen. Ja, den trifft er leider nicht ganz. Den trifft er nicht ganz. Nee. So in einer halben Drehung versucht er da, das Spielgerät im Tor unterzubringen, aber Wismar jetzt im Angriff, spielen nochmal raus und Fröhling hat den Ball schon wieder abgefangen, diese Flanke, und so kann der FC Hansa Rostock in der 40. Minute von hinten aufbauen. Ja, die Ballbesitzphasen von Wismar aktuell einfach viel, viel zu kurz, also gefühlt würde ich auch so sagen, Ballverteilung 80%, 20% für unseren FC Hansa Rostock. Wismar versucht es immer mal kurz rauszuspielen, kann dann aber sich nur mit dem langen Ball helfen und der ist dann relativ zügig weg. Das heißt, das Spiel, was sie vielleicht auch selber aufziehen wollten, ist hier gar nicht möglich. Hansa immer mit sehr, sehr hohem Druck, gehen früh rauf, können den Ball dann auch behaupten und dann halt auch schnell gefährlich nach vorne spielen. Und hat ja auch das ein oder andere Mal schon zum Torerfolg geführt hier. Und ich denke mal, das wird in der zweiten Halbzeit dann, ich habe schon vorhin gesagt, mit neuen frischen Leuten auf dem Platz, denke ich mal, genauso weitergehen. Aber noch haben wir 5 Minuten zu spielen, du hast es gerade gesagt. Mittlerweile jetzt auch in der 41. Minute angekommen hier. Das heißt, Endspurt in der ersten Halbzeit. Schauen wir mal, was die Jungs jetzt hier in den letzten 5 Minuten auf den Platz bringen können. Jetzt wieder Thomas Meissner, der das Spiel hinten eröffnet, über Simon Rein. Der schaut, kann ich vielleicht langschlagen? Nein, er treibt ihn noch ein bisschen, legt ihn rüber auf Damian Rosbach, der ihn sofort wieder klatschen lässt, auf Simon Rein, rechts raus, auf Thomas Meissner, der den Ball wieder ein paar Meter weiter treiben kann. Theo Martens sucht und der dreht sich einmal auf Lukas Fröde, der hat hier wieder ein bisschen Platz, schippt ihn rein, links außen raus auf Haris Dujovic, der kommt sogar an. Haris Dujovic mitten im 1 gegen 1 und verliert ihn diesmal wieder. Ja. Also ist die zweite 1 gegen 1 Situation jetzt hier innerhalb einer Minute, die er verliert. Ärgerlich, aber gute Moral gezeigt, gleich wieder zurückgelaufen und das Ding zurückerobert, sodass wir den Ball wieder in den eigenen Reihen jetzt hier haben, lassen das Spielgerät da gut laufen. Dujovic wieder im Ball auf der linken Seite, chippt ihn vorne rein, aber auch der wird abgefangen und diesmal wieder Wismar im Ballbesitz. Mal gucken, wie viele Pässe sie diesmal zustande kommen hier. 2, 3, 4... 5. Ja, diesmal läuft der Ball tatsächlich ein bisschen besser in den eigenen Reihen, kurz vorm Strafraum. Und da kommt jetzt der lange Ball vorne rein. Das müsste gar kein Abseits gewesen sein. Doch. Oh, das war aber haarscharf. Aber haarscharf. Das war haarscharf. Bill Wilms da vielleicht eine Fußspitze zu weit vorn. Den Videokeller nochmal fragen in Köln. Ja, aber man hätte es natürlich auch unserem alten Amas-Kapitän gegönnt, jetzt hier nochmal sich im 1 gegen 1 gegen Markus Kolke zu beweisen. Aber gut.
Auch hier gibt es natürlich Abseits, wir haben Linienrichter und die Fahne war dann doch relativ zügig oben. Da muss er sich doch sehr sicher gewesen sein, dass Bill Wilms da vielleicht eine halbe Sekunde zu früh gestartet ist. Genau, und so, dass der FC Hansa Rostock jetzt wieder im Angriff ist. 42 Minuten hier von der Uhr genommen und der Ball lang rausgespielt da und der FC Hansa Rostock versucht sich da nochmal durchzusetzen. An der Außenlinie kommt der Ball auch rein, aber dann ist es wieder Mirko Seide, der den Ball da runter pflückt und ihn bekommen kann. Und ja, schauen wir mal, was er jetzt vorhat. Er rollt ihn dann doch kurz ab, sah es so aus, als wenn er ihn weit abwerfen würde. Ist der Ball da nach vorne gespielt, da ist Meissner aber zur Stelle, kann den Ball bekommen und Wismar jetzt aber wieder im Ballbesitz, haben sich den Ball gut geholt, sind da in der eigenen Hälfte und werden ihn jetzt nach vorne bringen. Ja, aber da ist keiner, da ist nur Markus Kolke, unser Kapitän hier am heutigen Testspiel Donnerstag, der den Ball gleich kurz abspielt. Jetzt hier ist er bei unserer Nummer 33, Martins, der ihn dann zu Simon Rhein weiterspielen wird und der mal mit einem Flankenwechsel auf die linke Angriffsseite aus der Mitte hinaus und dann wird der Ball erstmal zurückgespielt über Rosbach, der wieder zu Rhein und der spielt hier raus auf Duljovic, der jetzt mal wieder auf unserer Seite zu Hause ist und den Ball hier rausspielt auf Martens, auf den Mann mit der 33, der lang reinspielt und ja, da versuchen wir uns durchzusetzen und ja, und Wismar mit Mann und Maus springen sie da in diesen Ball hinein. Tja, und leider ja, ein bisschen unfair. Bisschen unfair? Gute Freistoßposition für unseren FC Hansa Rostock. Da gab es vielleicht einen kleinen Kontakt. Gar nicht so arg gewesen. Simon Rhein hätte auch gerne weitergespielt, aber hat gereicht, damit Florian Lechner hier doch nochmal den Vorteil wieder wegpfeift. Und jetzt stehen hier nicht weniger als 5 Mann, 6 Mann um den Ball rum. Wer wird ihn reinbringen? Also ich glaube eher, dass es eine Situation für Simon Rhein ist. Aber... ja, Rich Munsi ist der Erste, der sich da aus dieser Traube einmal verabschiedet. Ja. Es wird noch heiß diskutiert, wer das Ding dann einmal Richtung Tor bringen darf. Ja, jetzt auch Lukas Fröde den Weg in die Mauer angetreten. Der Nächste, der dann einmal den Rückzieher macht. Thomas Meissner guckt sich das Ganze auch nochmal ein bisschen an. Ja, jetzt Pasi Breyer. Also jetzt haben wir nur noch 3 aus 6. Ja. Ich bleibe trotzdem noch dabei, dass Simon Rhein versucht, ich auch, den Ball im Tor unterzubringen. Alles freigegeben. Ja, also Duljovic. Duljovic. Aber genau auf den Mann. Also genau auf den Mann. Damit hat er sich auf jeden Fall nicht beworben für weitere Freistöße in diesem Spiel. Nee. Definitiv aber nicht. Er wird ja jetzt dann auch einer derjenigen sein, die die zweite Halbzeit von der Bank dann einmal anschauen werden. Genau sieht's aus. Aber noch ist die erste Halbzeit in der letzten Minute. Und ich denke, der Unparteiische wird hier nicht lange nachspielen. Aber jetzt nochmal Wismar hier über die linke Seite. Nummer 24 nochmal reingespielt da ins Mittelfeld. Nochmal raufgeschossen auf das Tor von Kolke. Ja, wenn man das vielleicht so sagen kann. Zweiter Torschuss für Anker Wismar. Aber das war keine große Schwierigkeit für unseren Mann mit der Nummer 1. Der hat den Ball da ganz locker in seinen Händen oder mit seinen Händen gefangen. Und jetzt ist es Simon Rhein, der ja so ein bisschen locker den Ball rüberspielt. Rosbach jetzt am Ball nochmal zu Simon Rhein und der zu Duljovic, der wird hier nochmal rausspielen. Genau, streichelt den Ball so ein bisschen zu Fröhling hin und Fröhling geht da nochmal ins 1 gegen 1 und Wismar im Ballbesitz und dann ist es auch vorbei, die ersten 45 Minuten. Ja, wir versuchen mal ein bisschen uns zu stärken und dann sind wir für die zweiten 45 Minuten wieder für euch da. Bis gleich. Jawohl. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Hier spielt man auf Fußball mit Herz. Sonst keinen. Hier spielt man den Ball noch mit Spaß. Hier steht man auch richtig zusammen. Hier fehlt noch ein richtiger Sturm, das Glas. Und es verbindet.
andere Vereine nur staunen. Hier spielt man den Ball noch mit Spaß. Hier steht man noch richtig zusammen. Hier fehlt noch ein richtiger Sturm des Gras. Und es verbindet uns was. Zusammen, wir werden nicht untergehen. Hansa forever, für alle Zeit. Hansa forever und für die Ewigkeit. Wir lassen Hansa niemals im Stich. An der Küste und die Wellen schlagen hoch. Der Kuddel steigt vom Kutter und holt seine Buddel noch. Min Herzig schließt ihr Fischgeschäft, sie ist montags wieder da. Sie treffen sich am Stadion zum Heimspiel von Hansa. Der FC Hansa kommt ins Spiel. Sind heute heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz im Stehen frei. Blau-Weiß sind unsere Farben, an der Küste hier. Ein Pfeifkonzert, ein Jubelschrei am Kiosk, noch ein Bier. Ein Hexenkessel brodelt wie Mailand und Madrid. Und daheim vom Hafen hat seine Trommel mit. Der FC Hansa stürmt zum Tor. Und alle brüllen. Da kommt die Flanke und ein Schuss. Die Mannschaft spielt aus einem Guss. Hansa kommt ins Spiel. Sie sind heute heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz im Stehen frei. Ein Eintritt für einen Hering und das Stadion immer voll. Jede Menge Tore für Hansa, das wär toll. Und Freundschaft mit den Gästefans, sie sind genau wie wir. Sie lieben ihren Club und trinken gerne mal ein Bier. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu.
mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Dem FC Hansa sind wir treu, an jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein.
An der baltischen Küste, da bist du zu Haus. Den Männern des Landes hältst du es nicht aus. Der Strand an der Ostsee, das ist dein Revier. Dein Segelboot trägt dich ab in Stärke 4. Noch zweimal im Monat, da zieht es dich fort. Da gehst du in Zügen und Bussen an Bord. Mit Hansa geht's aus, fährst du, bist immer dabei. Mit den Jungs und im Korn, da fühlst du dich frei. Hansa Rostock, hier und dort. Mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock, here and there. Hansa Rostock, schwere See schaust du an und hoffst, dass es anders wird irgendwann. Dass es aufgeht mit Hansa, mit deinem Verein, es darf dann auch mal europäisch sein. Der Gegner im UEFA Cup kommt hoffentlich dann aus einer Hafenstadt. Wann geht es mit Schiffen und Booten dorthin? Für Flugzeug und Auto, da fehlt uns der Sinn. Hansa Rostock, hier und dort. Mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock, hier und there. Hansa Rostock. Fische, doch ne Grobbuddel köm, so sieht man dich meistens auf Reisen gehen. Dann wird's Banner zum Segel, der Bus wird zum Boot, das Bier zum Sextanten, die Buddel zum Lot. Hansa Rostock, hier und dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock, Rostock here and there, Hansa Rostock everywhere. Hansa Rostock here and dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock here and there, Hansa Rostock everywhere. Ja, live on air, euer Hansa-Fanradio zur zweiten Halbzeit beim Testspiel FC Anker Wismar gegen den FC Hansa Rostock. 0-5 aus Sicht der Wismarer steht es. Und ja, wir haben flotte 45 Minuten gesehen mit schönen Toren, muss man ganz klar sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, du bist da meiner Meinung, oder? Ja, definitiv. Also ich denke mal, das ist auch, also ich habe es zumindest ein bisschen so erwartet, dass Hansa hier sehr spielbestimmt ist gegen Wismar. Dass es denn doch so zügig geht, hier auch in Führung, die Führung rauszuspielen, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich hätte gedacht, dass da doch ein bisschen mehr Gegenwehr kommt, aber da sieht man einfach doch, dass da noch ein, zwei Klassen Unterschied zwischen diesen beiden Teams hier vorherrschen. Ja, genau. Und wir starten die zweiten 45 Minuten. Wir haben ja fast komplett gewechselt. Ich glaube, nur Meißner ist geblieben, genau. Und Munsi ist geblieben, genau. Wenn ich das richtig gesehen habe. Also ein paar neue Leute sind mit bei. Du machst für uns jetzt hier auch schön ein paar Kreuze auf der Seite von Anker Wismar. Und ja, ich versuche das mal so ein bisschen zu überblicken. Genau. Wer jetzt denn bei uns in den zweiten 45 Minuten spielt, du hast den Zettel genau vor dir, also auf jeden Fall Kolke ist nicht mehr mit dabei.
Das kann man schon sehen im Tor des FC Hansa Rostock. Da steht jetzt. Wir mal auf den Stadionsprecher? Ja? Mit der 8 Hannes Köhn kommt bei Anker Wismar ins Spiel. Ja. Genauso wie Nummer 19 Johannes Plavan jetzt auf dem Feld. Die 17 Gordon Grotkopf wird auch jetzt für Anker Wismar spielen. Auch ein Spieler mit Hansa-Vergangenheit. Laris Kodanek, ja, ebenfalls genau, bei uns im Nachwuchs gemacht. Tätig. Genau, bei also, FC Hansa Rostock. Ja. Da ist eine komplett neue Elf fast. Ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, neun neue Leute. Wir können sie mal einmal durchgehen. Nils Jonathan Körber jetzt hier einmal im Tor. In der Abwehrreihe jetzt zu finden Ryan Malone neben Thomas Meissner. Links außen wird verteidigen Frederik Ananou, unser Neuzugang. Rechts angestammt Nico Neidhardt auf der Außenverteidigerposition. Dann im Mittelfeld davor Dennis Dressel und mit der Nummer 29 Sebastian Till. Sebastian. Ja, Latein in der Schule gehabt, aber Sebastian kommt mir noch über die Lippen. Dann sehe ich hier noch einmal mit der Nummer 19 Kai Pröger jetzt links außen. Und ja, rechts, wie gesagt, Rich Munsi, einer von den beiden, die jetzt noch weiterhin auf dem Feld bleiben dürfen. Und auch vorne dann mit John Verhoek, ein neuer, genauso wie Svante Ingelsson. Ja, gibt es eine kleine Verletzungsunterbrechung? Ja, da gucke ich natürlich jetzt auch erstmal noch ein bisschen genauer hin. Paul Baske, den brauchen wir am Wochenende noch. Okay. In der Deutschen Beachsoccer-Liga. Wo spielt ihr? Wir fahren morgen los nach München, also haben wir eine kleine Tour vor uns. Eieiei. Das ist weit. Das ist weit, ja. Und er hat sich da so ein bisschen den Kiefer gehalten. Ja, letztes oder vorletztes Jahr auch einen Kieferbruch gehabt. Nicht, dass da wieder jetzt eine alte Verletzung aufgebrochen ist. Wollen wir mal das Beste hoffen. So wie es aussieht, geht es aber auch für ihn jetzt erstmal nicht weiter, oder? Na, er geht nochmal runter. Ach, aber nee, er kommt wieder rauf. Er zeigt schon an, okay, nach der Verletzungsbehandlung kurz einmal runter. Und ja, bei Kopfverletzung wird natürlich nochmal genauer hingeschaut. Aber das Spiel jetzt schon wieder angepfiffen. Genau, und so sieht's aus. Der FC Hansa Rostock versucht da hinten Anker Wismar früh zu stören, die den Ball erstmal rausbringen konnten. Und Anker weiter im Ballbesitz, aber jetzt geht der Ball da ins Aus und kriegen auch den Einwurf zugesprochen. Anker Wismar den Einwurf, genau, jetzt sie ist ganz genau vor der Trainerbank des FC Hansa Rostock. Wird der Ball jetzt eingeworfen, Anker in Ballbesitz, spielen den Ball erstmal hier rechts raus und ja, da sieht man schon, dass der FC Hansa Rostock sich auch in den zweiten 45 Minuten viel vorgenommen hat und hier schnell da wieder zu zeigen, wer er auf dem Platz ist. Ananou, der eben im Laufduell gewesen ist, der ja unter der Woche gesagt hat, ich bringe die Pace auf den Platz, da macht mir so schnell keiner was vor und das hat man eben auch schon gut gesehen definitiv. Im Laufduell. Der ist schnell, der ist flink und jetzt ist er auch am Ball, der Mann mit den orangenen, schwarzen Schuhen, den kann man wirklich gut erkennen. Das ist zum Beispiel so eine kleine Floskel oder das, was wir immer auch beim Blindenradio sagen, ne, was wir vor uns unterhalten haben. Ja. Woran erkennt man oder was moderiert man da? Und das wäre jetzt so ein Ding, wo ich den Zuhörern dann sagen würde, der hat jetzt orangene Schuhe an und spielt hier mit der Nummer 27 beim FC Hansa Rostock. Neuzugang, du hast es gesagt, Hannes, aber jetzt der FC Hansa Rostock mit dem Ball nach vorne. Rich Munsi, der versucht hat, da die Flanke zu schlagen. Da war noch ein Wismarer zuletzt am Ball und so gibt es den nächsten Eckball. Du kannst einen Strich machen. Danke für die Erinnerung. Ja, genau, du kannst einen Strich machen für den FC Hansa Rostock. Wollen wir gleich mal weiterführen? Ja, genau sieht's aus. Der Ball von der rechten Angriffsseite gegenüberliegend wird jetzt hineingebracht und kommt auch hoch hinein und dann ist es. Wer war das? Ryan Malone. Ja, Ryan Malone, aber Kopfballvorlage von Rich Munsi, der Ryan den Ball da genau vor die Füße legt. Gar nicht schlecht gemacht. Ja, gar nicht schlecht gemacht, aber er konnte ihn nicht im Tor unterbringen. Und so geht der Ball weit hinaus ins Spielfeld. Kurt, der neue Mann im Tor von Wismar, hat den Ball weit rausgebracht. Ja, und du zeigst es ja an mit beiden ausgestreckten Armen hier. Ich bin doch frei auf meiner Seite, ich bin schnell. Gib mir den Ball und jetzt kommt er hier auch, kriegt den Ball auch, stoppt ihn schön mit dem linken Fuß und versucht hier mal ein, zwei Schritte zu gehen. Geht da nochmal raus, Kai Pröger jetzt am Ball und spielt ihn nochmal zurück. Und dann geht er da in die Mitte und dann, jetzt will der FC Hansa auch so ein bisschen zaubern. Ne? Das wollen sie da ein bisschen schön machen, aber das bringt auch gegen Anker Wismar nichts. Die
natürlich auch Fußball spielen können. Das haben sie hier das ein oder andere Mal auch gezeigt. Aber jetzt der FC Hansa Rostock wieder mit Kai Prüger, der Mann mit der 19. Und der kriegt da das so einen Wischer. Unglücklich. Ja, der kriegt da so einen Wischer genau auf die Nase. Und wenn man weiß, man kriegt einen auf die Nase, das tut weh. Da kommen einem schon mal die Tränen in die Augen. Und ja, das hat er auch gekriegt. Aber der Kai Prüger hat sich da ja schnell wieder erholt. Gibt Freistoß für den FC Hansa Rostock. Ja, und diesmal jetzt nicht mehr Simon Rein am Freistoß, weil der ist nämlich schon unten. Das macht jetzt unser luxemburgischer Neuzugang. Genau. Till bringt ihn mit dem linken auf den kurzen Pfosten, aber der war ein bisschen zu kurz. Ja. Kann direkt abgefangen werden. Und jetzt ist Ananou, der als letzter Mann den Ball zurückspielt zu unserem ganz in kurz spielenden zweiten Torwart, Nils Jonathan Körber. Hat man auch nicht alle Tage. Dass ein Torwart sich komplett für die kurze Kluft entscheidet. Auch gar nicht so warm hier heute in Wismar, ehrlich gesagt. Aber gut, der eine oder andere fühlt sich da ja ein bisschen wohler. Von daher, jede, wie er es mag. Genau, und der Ball wird jetzt da ins Mittelfeld oder ja in die Abwehr rein, das FC Hansa Rostock gespielt. Ja, warten sie ein bisschen ab, bis sie jetzt hier mal ein paar Schritte gehen können. Jetzt wird er hier rausgespielt auf unsere Seite. Schöner Flankenwechsel da vom FC Hansa Rostock, aber der wird wieder rausgeköpft von Wismar, die jetzt mal ein paar Schritte mit dem Ball da auch gehen können auf der linken Angriffsseite. Und da ist es Munsi, der weit mit zurückgegangen ist, aber jetzt der Ball langt nach vorne und der FC Hansa Rostock kann vielleicht aus dieser Chance was kreieren, spielen den Ball aber erstmal zurück, müsste die Flanke reinkommen. Der Flankenversuch war es auf jeden Fall, aber das wurde nichts. Jetzt kommt das nochmal, das Spielgerät nochmal vor, das Tor von Kurt Hajo Michel heißt er. Und den konnte er gut abfangen. Jetzt wissen wir nochmal in Ballbesitz. Jetzt nochmal die Flanke da auf die gegenüberliegende Seite. Aber da ist es Meissner, der den Ball mit dem Kopf zu Körber spielt. Und der hat keine Mühe, diesen Ball erstmal zu verwerten. Tja, und jetzt wieder unser FC Hansa Rostock im Spielaufbau. Schon wieder rüber über die Mittellinie in der gegnerischen Hälfte mit Kai Prüger auf der linken Seite, der den Ball schön reinschippt vorne auf John Verhoek. Der nimmt ihn mit der Brust runter, aber kann ihn nicht richtig verarbeiten. Aber immerhin wieder eine Ecke rausgeholt. Ecke Nummer 8 für unseren FC Hansa Rostock. Ja, und sehe ich es richtig? Ist John jetzt unser Kapitän in den zweiten 45 Minuten? Genau. Ist es richtig gesehen? Ja, genau. Okay. Also hat jetzt die Kapitänsbinde am rechten Arm. Und es gibt, wie gesagt, den nächsten Eckball. Du hast es gerade gesagt. Jetzt hier von unserer Seite 1:8 Ecken. Jetzt können wir mal gucken, ob du richtig gezählt hast. Ein Strich zu viel gemacht anscheinend. Ah. Oder die Stadionregie 1 zu wenig. Aber gut. Das wird sein. Deutliches Eckenplus auf jeden Fall für den FC Hansa Rostock. Das steht auf jeden Fall fest. Und diesmal von der linken Seite. Nico Neidhardt bringt ihn rein mit rechts auf den, in den 5-Meter-Raum am zweiten Pfosten. Oh! Da war ein Riesenloch im Schuh, mein lieber Mando. Aber er bleibt im Ballbesitz, kann den Ball nochmal vorne vors Tor bringen, doch direkt auf den 17er. Ja, auf Gordon Grootkopf. Und vielleicht hat er gedacht, er hat noch das blau-weiße Trikot an, legt ihn auf Nico Neidhardt, der einfach nur noch am Torwart vorbeischieben muss. Und auf 6:0 erhöhen kann. So sieht's aus, also ja. Individueller Fehler direkt ausgenutzt. 6:0 für den FC Hansa hier am heutigen Donnerstagabend. Es gibt den Anstoß jetzt wieder von Wismar. Warten wir noch ab, bis alle Jungs von der Ostseeküste sich da rüber bewegt haben über die Mittellinie. Und dann hat der Unparteiische auch freigegeben und Wismar in Ballbesitz. Also 6:0 für den FC Hansa Rostock, die wieder im Angriff sind, die schon wieder nach vorne spielen, um da versuchen, den Ball im Tor unterzukriegen. Und es gibt den nächsten Eckball. Ja, ich mache jetzt diesmal keinen Strich. Nee, dann sind warum? Wir du hast nur eins zu viel gehabt. Ja, genau. Dann sind wir da auch wieder korrekt hier. Ecke Nummer 9 für unseren FC Hansa Rostock. Diesmal von der rechten Seite. Für uns sehr gut im Blick. Nico Neidhardt legt sich den Ball wieder hin. Bill Wimms steht da ein bisschen zu dicht dran. Wird sofort wieder zurückgeschickt. Wollten vielleicht einmal kurz ausführen, aber das scheint jetzt doch eine lange Ecke zu werden. Nico Neidhardt steht bereit. Schaut nochmal. An der Strafraumkante wird sich versammelt, eingelaufen auf den zweiten Pfosten. Und da ist Thomas Meissner, der das Ding knapp über die Latte setzt. Hätte ihn besser drücken müssen. Er hat ihn ein bisschen über den Scheitel gezogen. Also gedrückt mit der Stirn wäre besser gewesen. Er hätte ihn auch vielleicht reingemacht. Aber der geht über das Tor von Wismar hinüber. Und so gibt es den nächsten Abschlag von Wismar. Und warten wir ein bisschen. Das so richtig weiß er nicht, wohin mit dem Ball. Jetzt hat er ihn kurz abgespielt und Wismar mit den
Ball nach vorne, haben ihn noch in den eigenen Hälfte, aber in den eigenen Reihen wollte ich sagen, aber jetzt geht es vielleicht auch mal für Wismar nach vorne, die ich da schon mal schön durchsetzen, aber ja, der FC Hansenhausen versucht da früh zu stören. Aber Wismar noch über die linke Angriffsseite im Ballbesitz, ja, drehen sie da einmal um die eigene Achse, spielen den Ball an der Außenlinie, müssen aber jetzt wieder zurückspielen, weil der FC Hansenhausen das gut macht mit Munsi, aber der Ball geht ins Aus, Einwurf für Wismar, die den Ball erstmal zurückwerfen in die Abwehrreihen, in diese Dreier-Abwehrkette, die jetzt da hinten gestanden hat. Und Wismar noch in Ballbesitz, spielen wieder den Ball zurück. Jetzt geht es mal nach vorne. Also sie machen es erstmal auf Sicherheit, wollen hier natürlich nicht mehr zu viele Tore fressen am heutigen Donnerstagabend. Sind jetzt auch nochmal im Ballbesitz, machen das hier auch wieder über ihre Abwehr. Und jetzt mal der lange Ball da nach vorne, aber den kann Ryan Malone erstmal abköpfen. Und jetzt hat ihn Körber am rechten Fuß, spielt ihn kurz ab auf Thomas Meissner, der ja auch schon in den ersten 45 Minuten mit von der Partie war. Der geht jetzt mal ein paar Schritte mit dem Ball, schaut mal, wo ihn hinspielt, genau zu Ryan Malone, der dann wieder zu Thomas Meissner zurück, spielt sich den Ball jetzt immer hin und her. Jetzt geht er mal auf die rechte Angriffsseite rüber, wo die Rostocker versuchen, den Ball dann nach vorne zu bekommen, aber Wismar versucht jetzt auch mal zu stören, versucht die Rostocker so ein bisschen aus dem Spielfluss zu bringen, dass sie hier nicht jeden Pass an den Mann bringen können. Jetzt wird der Ball hier rausgespielt auf die linke Seite zu unserer Nummer 27 und dann ins Mittelfeld hinein, wo wir jetzt versuchen, den Ball nochmal festzumachen. Jetzt nochmal hier über Ryan Malone, der geht dann zurück. Und jetzt nochmal ein schöner Diagonalpass auf die rechte Angriffsseite. Der kommt auch an. Und Rich Munsi versucht sich da irgendwie ja durchzusetzen. Gegen 2-3 bringt den Ball jetzt rein. Ja, schlechter Pass dann. Am Ende hat es ja nicht hingehauen. Und so, das wissen wir jetzt nochmal. Im Angriff ist. Ja, aber auch da gleich nach einem Kontakt für Wismar der Ball wieder weg. Körber kann ihn abfangen. Legt ihn raus auf Ananou, der jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt wird von der 27, von Jonas Hurtig. Ich habe es vorhin schon gesagt, einer der Spieler mit Hansa-Vergangenheit, aber auch nur in der Hansa-Gegenwart. Noch im E-Football-Team tätig als Content-Creator. Also war was ganz Modernes. Heute aber im Trikot der Wismar auf dem Platz. Aber trotzdem, wie gesagt, kein Unbekannter bei uns im Verein. Und weiterhin auch an der Konsole erfolgreich. Genau, das sind sie ja, ne? Also da ist der FC Hansa gut aufgestellt, habe ich mir sagen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das ist wirklich top, was die Jungs da machen. Und ja, aber heute sitzen wir nicht an der Konsole, obwohl wir auch ein Headset auf haben. Kleine Anekdote nebenbei. Ja, genau. So viel Zeit muss sein. Genau, das ist auch völlig okay, weil auf dem Platz passiert jetzt nicht so viel Spannendes, dass man jetzt immer dabei sein muss. Aber jetzt ist der FC Hansa Rostock wieder im Angriff. Versuchen das mal über die rechte Seite mit Rich Munsi, der sich da im 1 gegen 1 versucht durchzusetzen. Ja, der letzte Pass, der kam dann doch nicht ganz so gut an. Da ist es Brüger, der versucht hat, da den Ball festzumachen. Aber das ist ihm nicht gelungen. Es gibt Abschlag vom Kasten von Hajo Michel Kurt. Der Mann mit der 20 im Kasten von Anker Wismar, der den Ball sich jetzt da zurechtgelegt hat auf die 5-Meter-Linie und ihn kurz von uns aus gesehen links abspielt. Hinein ins Feld wird er dann gespielt und jetzt ist es da John Verhoek gewesen, der den Ball nicht richtig unter Kontrolle bekommen kann. Ja, John, der sich natürlich auch für die neue Saison ähnlich viele Tore vorgenommen hat wie in der vergangenen und da hat er ja richtig gezündet, richtig aufgeblüht und wir hoffen natürlich, dass er das auch in der neuen Saison fortführen kann. Jetzt da ein kleines Abstimmungsproblem, sodass der Torhüter der Wismarer den Ball da bekommen konnte und ihn sich gleich wieder hingelegt hat zum Abschlag und das auch schnell ausgeführt hat, sodass der FC Hansa Rostock schon wieder im Ballbesitz ist. Über die rechte Angriffsseite versuchen sie es jetzt mit Rich Munsi, der sich da einmal um die eigene Achse dreht, den Ball nochmal zurückspielt. Jetzt versuchen sie sich da durchzusetzen auf der rechten Seite, alles immer noch und jetzt geht der Ball ins Aus. Und es gibt einen Wurf für Anker Wismar. Ah, ich glaube, da hat er sogar Foulspiel noch gegriffen. Foulspiel sogar, ja, glaube ich auch, ja, weil er da gelegen hat, also Freistoß dann in der Hinsicht. Svante Ingelsson versucht, den Ball zu behaupten, kann sich dann aber doch nur mit dem Foul durchsetzen. Und Wismar jetzt mit dem langen Ball aus der eigenen Hälfte über die Mittellinie rüber. Julian Hanel muss ihn da versuchen zu behaupten, doch wird sofort wieder gestört. Und
Hansa Rostock wieder im Ballbesitz, verliert den Ball aber auch wieder und es gibt den erneuten Abwurf. Und jetzt schauen wir auch mal in die Richtung der Auswechselbank von Hansa Rostock. Die Jungs mittlerweile auch wieder zurück aus der Kabine, die in der ersten Halbzeit bereits auf dem Platz standen. Wir haben mal geschaut, viele mit Latschen bereits, also da hat kaum einer noch Fußballschuhe an. Ich gehe davon aus, dass wir die Elf, die wir jetzt auf dem Platz haben, auch bis zum Abpfiff dann sehen werden, sollte hier nicht noch, toi toi toi, sich jemand verletzen. Von daher jeder mindestens 45 Minuten und wie wir schon gesagt haben, ja, Rich Munsi und Thomas Meissner dann heute, wenn alles gut läuft, mit den 90 Minuten über die volle Distanz. Genau. Und geht direkt weiter. Ja. Ich mach gleich mal weiter, Thomas. Ja, mach mal weiter. Ananur. Bleib am Ball. Wir bleiben am Ball. Ananur von links raus auf Kai Pröger, der in die Mitte zieht und wieder zurück auf Thomas Meissner. Rechts raus auf Dennis Dressel, der den Ball ein bisschen treibt und nochmal einmal weiter rauslegt auf Nico Neithardt, der jetzt in Flankenposition ist, aber den Ball doch nochmal wieder mitnimmt in die Mitte, gar nicht gestört wird. Und nochmal einmal kurz zurück auf unseren Neuzugang Sebastian Thiel, der den Ball versucht reinzuchippen. Gar nicht schlecht, aber Ananur kommt da nicht ran. Wismar mit der Balleroberung doch gleich wieder früh gestört. Können den Ball aber zurückerobern, versuchen jetzt das Ding in den eigenen reinzuhalten. Super gemacht eigentlich von Nico Billep. Versucht den Ball dann nach vorne zu schlagen, aber auch da sind unsere Hanseaten direkt wieder da und können stören, können das Ding abfangen und jetzt eine schöne Kerze. Ja. Kriege mal Angst bei so hohen Bällen. Ja, man weiß nicht so richtig, was passiert und jetzt ist es ja, einfach mal Rich Munsi gewesen, ja, der da anscheinend den Wismar Spieler mit der Nummer 17, Gordon Grothkopp, leicht im Gesicht trifft und Freistoß für Wismar kurz vor der gegnerischen Hälfte, der Ball mal wieder ein bisschen beruhigt. Ich glaube, damit ist Wismar eigentlich auch ganz gut beraten jetzt hier, mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen mit einem runden Ball. Ja, so sieht's aus und das machen die Wismar auch jetzt, die den Ball versuchen dann nach vorne zu spielen, aber der FC Hansa Rostock erstmal zur Stelle, verlieren den Ball aber auch gleich wieder, so dass Wismar erstmal raufschießt auf das Tor von unserem Torhüter Körber, der aber da nicht eingreifen musste, der den Ball da, ja, wie man auch so schön sagt, über den Querbalken wegguckte und ihn jetzt hier gleich weiterspielt auf die linke Seite und ja, da ist dann auch wieder ein Ingelsson, der sich da vorne reinbringt, über den ja auch gesagt wird, dass er richtig schnell ist und dass er auch in der neuen Saison das ein oder andere Törchen mehr schießen möchte für den FC Hansa Rostock. Auf Schalke hat er ja eine schöne Bude gemacht und das will er natürlich auch in den nächsten Saison machen. Jetzt gab es da einen Foul und ja, ja, da gab es noch ein kleines Wortgefecht mal. Das erste Mal, dass es auch so ein bisschen hitziger wird. Normalerweise nach jedem Foul wurde hier gleich abgeklatscht und sich hochgeholfen. Ja, ja. Aber naja, diesmal nochmal ein, zwei mahnende Worte von Dennis Dressel an, ja, Gordon, ja, Grothkopp. Aber ja, ja, wir haben es schon gesagt, Zweitliga-erfahrener Schiedsrichter Florian Lechner ist sofort dazwischen, klärt die Situation mit all seiner Erfahrung. Oh Gott, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir so einen Zweitliga-erfahrenen Schiedsrichter, ja, haben. Sogar aus, mein, der Region, der ist ja fast zu Hause. Ja, ja, ich weiß. Der SV aktiv und, oh, da schöne Flanke, ei, auf den, ei, zweiten, ei, Pfosten, aber das müsste abseits gewesen sein, ja, im Nachschuss. Ja, schade. Den Ball, wenn er den richtig trifft, dann, ja, wackelt das Netz und dann fliegt er vielleicht sogar fast durch, aber, ja, der rutscht ihm so ein bisschen rüber, dem Sebastian Thiel. Und von daher weiterhin 6:0 aus Sicht des FC Hansa Rostock. In der 64. Minute sehe ich gerade, hier ist die Sicht auf die Anzeigetafel gerade ein bisschen versperrt, ja, von ein paar Jungs hier, die versuchen, die besten Blicke zu erhaschen. Aber da helfe ich dir gerne und sag, wir haben 64 Minuten mittlerweile gespielt. Das ist nett von dir. Und der FC Hansa Rostock versucht es jetzt hier auch nochmal nach vorne zu spielen. Aber dann ist es Wismar, ja, die einen schlechten Pass da spielen. Und der FC Hansa Rostock es aber ebenso tut, ja, und den Ball da viel besser spielen kann. Das sind, glaube ich, so eine kleine Pässe oder so eine kleine Fehler, die Jens Hettel da unheimlich ärgern, wenn man dann ja, so frei dann irgendwie auch einen Pass spielen kann und den dann so ein bisschen versemmelt, auf Deutsch gesagt. Aber jetzt nochmal der FC Hansa Rostock und wieder, mhm, ein schlechterer Pass. Wieder von Dennis Dressel. Wieder, also von Dennis Dressel, der ist nicht... Ja, vielleicht auch so ein bisschen raus jetzt, ja, nach der kleinen Nicklichkeit hier im Mittelfeld. Zwei Fehlpässe und jetzt diesmal Wismar mit dem Ball auf der linken Seite. Paul Baske geht da ans 1 gegen 1, kommt an einem vorbei, wird dann aber fair gestoppt und verliert den Ball, sodass wir den Ball wieder in den eigenen rein haben. Und gleich wieder die nächste Grätsche, auch das scheint fair gewesen zu sein, ja, auch wenn Dressel da liegen bleibt. Und jetzt Wismar im gegnerischen Strafraum mit dem Abschluss, aber ja, Thiel kann klären mit dem Hinterteil, dreht sich in den Schuss rein, aber die Situation immer noch nicht beruhigt. Wismar versucht sich den Ball wieder zurechtzulegen und schießt aus der zweiten Reihe, ja, aber auch der, naja, kommt diesmal nicht über die Querlatte, aber am Pfosten vorbei, keine Gefahr, sodass es wieder Abschluss gibt, der auch sofort schnell ausgeführt wurde. Genau, und der wird jetzt hier über die linke Seite gespielt. Ananu ist es, der weiter auf Pröger spielt, der Mann mit der 19, auch ja neu
zu uns gekommen und der ihn da versucht, rüber zu spielen auf die rechte Seite. Aber da war Wismar zur Stelle, kann den Ball klären. Das machen sie jetzt richtig gut da hinten in der Abwehr. Die hauen den Ball erstmal rigoros da raus. Und so muss der FC Hansa Rostock wieder neu aufbauen. Hinten ist es auch Munsi, der weit zurückgezogen spielt und hier ja auch fast schon ja, über die Außenverteidigerposition kommt, ja, wenn man das jetzt so sieht. Scheint einmal mit Nico Neidhardt getauscht, ja, zu haben. Genau. Schauen wir mal, ob es nur für die Situation ist, ja, oder ob sich das tatsächlich jetzt etabliert hier in der Spielzeit. Ja, mal gucken. Aber jetzt erstmal wieder der FC Hansa Rostock. Lange Diagonalflanke und ja, der geht ins Aus. Der köpfen die Wismarer Jungs den Ball ins Aus, ins Tor aus. Und so gibt es den nächsten Eckball Nummer 10. Ja. Ist bis auf eure Höhe, ne? Ich habe einen Strich gemacht. Ja, ich sehe schon. Jetzt bis auf eure Höhe. Sehr, sehr gut. Und von der rechten Seite kommt der Ball jetzt gleich hineingeflogen. Schauen wir mal, was es jetzt für eine Situation da gibt, die sich der FC Hansa Rostock da ausgedacht hat. Ja, diesmal kurz gespielt. Ja, genau. Nico Neidhardt legt auf Sebastian Till mit dem Doppelpass. Neidhardt versucht wieder vorbeizukommen Richtung Grundlinie, versucht die Flanke reinzubringen und holt den nächsten Eckball. Nee, gibt Abschluss. Gibt Abschluss. Da war er wohl als letzter Ball. Okay. Ja, insgesamt jetzt aber auch ein bisschen ja, zerfahren in das Spiel, würde ich fast schon sagen. Ja. Also viele Fehlpässe auch in unseren Reihen. Das hat man in der ersten Halbzeit noch nicht so gesehen. Wundert mich aber eigentlich ein bisschen, weil frisch sind die Jungs eigentlich. Ist ein bisschen ärgerlich. Also wir hatten ja schon gesagt, das wird jetzt auch noch so ein bisschen das Spiel sein, in dem man sich nochmal zeigen möchte. Wir haben jetzt hier 20 verschiedene Jungs auf dem Platz und nur 11 davon können jetzt am Samstag in der Startelf stehen. Genau. Ja, der ein oder andere hat sich schon mal präsentiert und angeboten, aber bei dem einen oder anderen wird es dann vielleicht am Samstag nicht reichen. Doch jetzt erstmal schöner Pass vorne rein in die Spitze auf Svante Ingelsson. Schön. Und das ist das, was ich meine. Ja. Das will man von ihm sehen. Da ja, ist er fix. Da kann er den Ball schön mit links in dieses lange Toreck hineinbringen. Und ja, schönes Tor für unseren FC Hansa Rostock. Svante Ingelsson, der Schwede im Dress des FC Hansa Rostock, macht es hier zum 6-0. 7-0. 7-0, ist noch nicht umgeschaltet. ich sehe hier nichts. Ach, jetzt, aber der ist noch ein bisschen lahm an der Taste da. Der hat noch nicht umgeschaltet. 7-0 für unseren FC Hansa Rostock. Svante Ingelsson hat den Ball, wie ich schon sagte, im langen Eck untergebracht. Und so gibt es wieder den Anstoß für Wismar, die erstmal wieder aufbauen hinten über ihre Innenverteidigung und den Ball dann lang nach vorne schlagen. Auch mal mit dem Kopf erstmal zur Stelle sein können und sich versuchen, da durchzusetzen. Das gelingt ihnen jetzt relativ gut. Nochmal eine Diagonalflanke auf die linke Angriffsseite. Jetzt gehen sie mal ein paar Schritte, haben mal Platz, versuchen sich da nochmal durchzusetzen und dann ist es aber Körber, der den Ball da in seinen Händen hat und ihn gleich weit reinwirft. Schön gesehen, dass da Pröger mit dem Ball läuft und spielt jetzt hier raus auf Till, der den Ball flach reingibt. Na. Ja, schade, da ist aber ein Wismarer noch am Ball, sonst wäre es John Verhoek gewesen, der höchstwahrscheinlich den Ball im Kasten untergebracht hätte. Aber so gibt es erstmal Einwurf. Und Nanu macht es, wirft den Ball auf den sonst so guten Einwurfschützen, auf Ryan Malone, zurück. Und ja, vielleicht weiß ja unser Neuzugang das noch nicht, dass wir ja, genau, eigentlich einen etablierten Einwerfer hier haben, vor allem aus der Position. Ja, richtig, richtig. Aber gut, jetzt scheint Malone sich direkt den Ball zu schnappen. Anonu guckt, ey, ich will doch eigentlich. Nee, du bist doch nicht dran. Du durftest nur einmal. Ja. Und jetzt sehen wir wieder den langen Einwurf. Der ist auch hier auf der Tartanbahn. Kann er natürlich richtig lang den Ball einwerfen. Er hält ihn mit der rechten Hand immer so fest, den Ball. Und jetzt wirft er ihn ein und er kommt auch wieder weit. Mit dem Hinterkopf, ne? Ja, ja, so ein bisschen mit dem Scheitel einmal kurz verlängert. Der kam gar nicht schlecht. Der kam wirklich nicht schlecht, also... Ach, der kann ja auch einwerfen, mein lieber Scholli. Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Ja, das ist Granateneinwürfe. Ja. Aber jetzt ja, steht er dafür im Abseits. Steht im Abseits. Ja. Also doch lieber die ruhenden Bälle mit der Hand als vorne in die Sturmreihe, unser Ryan Malone. Aber ja, macht auch wieder Lust auf mehr. Ich bin genau, mal gespannt. Ein, zwei Tore haben wir ja auch in der letzten Saison nach seinen Einwürfen erzielen, ja, können. Das wird, glaube ich, in der kommenden Saison auch wieder der Fall sein. Ich hoffe es zumindest, auch wenn die Gegner sich natürlich jetzt mittlerweile auch darauf eingestellt haben werden. Aber... Das kann ja auch mal im zweiten oder dritten Ball dann passieren. Und von daher bleibt es immer noch eine gefährliche Waffe in unserem Spiel. Doch jetzt erstmal wieder Wismar über die rechte Seite, über Jonas Hurtig, der reinlegt auf Julian Hanel und weiter in die Spitze vorne auf die Nummer 19 von Wismar. Oh, das spielt aber gut. Ja, links und Paul Baske mit links und schönes... Oh, wolltest du gerade schon sagen, schönes Tor? Nee. Schöner Schuss auf jeden Fall. Ja, schön, auf das schönes Tor. Ding. War unser Torwart noch ja, dran? Ja, 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 es den, gibt... Den muss er sogar noch entschärfen. Nein, ja, der muss er entschärfen. Es gibt...
den nächsten Eckball für Anker Wismar. Guter Versuch aufs lange Eck mit dem starken Linken von Paul Basten. Schön rausgespielt. Ja, das auf jeden Fall. Sagen. Zwei, drei Stationen. Mhm. Seite verlagert und dann den Abschluss gesucht. Auf jeden Fall der schönste Angriff bis jetzt für die Wismarer, oder? Ja, das würde ich auch so sagen. Also den würde ich da ganz klar in diese Kategorie stecken. Jetzt nochmal der nächste Eckball. Eckball Nummer 3 für Anker Wismar. Hier von der rechten Seite. Ja, unsere ungeliebte Seite rechts, hier. Ja, genau. Wo wir nichts sehen. Linker Arm wird gehoben. Ich kann so ein bisschen durchluschen. Und jetzt kommt der Ball hoch, aber keiner, der da ist. Körper köpft ihn, faustet ihn erstmal raus, wollte ich gerade sagen. Und jetzt kann es mal schneller gehen. Vom FC Hansa Rostock. Ja, Thiel auf Munsi. Ja, Munsi, der kann mal schneller Ball gehen. Und über da die Mittellinie. Muss er ihn nochmal rausspielen jetzt. Was macht er? Ja, spielt ihn schön. Kai Prüger zieht in die Mitte. Ja, raspelt er sich ein bisschen. Ja. Und ja, der will es jetzt machen. Aber er hat Munsi nochmal den Ball. Und versucht sich dann nochmal reinzubringen. Ja. Und macht es. Rich Munsi mit dem 8:0 ja. Für unseren FC Hansa Rostock. Hat es dann doch nochmal auf der rechten Seite versucht. Und da schlägt der Ball halb hoch im langen Eck ein. Ja. Den hat er sich auch ein bisschen mitarbeitet auf jeden Fall. Ne? Also auf jeden Fall ist dran geblieben. Ja, konnte er mit eingeleitet, ja. Über die Mittellinie getrieben, den Ball raus auf Pröger. Der verhaspelt sich ein bisschen. Aber Munsi dann beim zweiten Ball zur Stelle, geht noch einmal kurz außen vorbei und schiebt das Ding überlegt ins lange Eck. Genau. Macht er gut. Ja, macht er wirklich gut. Ja. Und ich hoffe mir auch so ein bisschen in der neuen Saison, dass Rich das so ein bisschen zündet. Wie man so schön sagt, dass er auch das ein oder andere Tor für den FC Hansa Rostock schießen wird. Und ja, schauen wir mal, wie es werden wird. 73 Minuten am heutigen Donnerstagabend sind von der Uhr genommen und der FC Hansa Rostock führt hier 8:0 und Wismar jetzt mit dem Anstoß versuchen das nochmal über die linke Seite da zu spielen. Da geht der Ball ins Aus und ein Hansa-Fuß war da zuletzt am Ball. Es gibt den nächsten Eckball. Hast du schon einen Strich? Ja, oh, Nummer 4? Ja, du bist aber jetzt bist du aber auf der Höhe. Ja, ja, ja. Jetzt bist du gut drauf und kurze Ausführung wieder vom Eckball. Wismar dann noch am Ball. Versuchen sie noch durchzusetzen. Aber der FC Hansa Rostock hat sich jetzt da den Ball geholt und spielt ihn lang raus. Ja, kriegt er ihn noch? Ja, ja, kriegt er noch. Und jetzt 1 gegen 1. Ja, aber Prüger mit riesen Schritten. Ja, will den Ball auch haben. Und kriegt ihn auch. Und, ja. Und den muss er pfeifen. Den muss er pfeifen. Da steht Florian Lechner 2 Meter daneben. Und Prüger. Gibt 11 Meter. Ja. Aber auch Prüger wirklich aus der eigenen Hälfte gestartet. Im Vollsprint. Ja, aber mitgelaufen. Den Ball wollte er. Den Ball kriegt er genau im richtigen Zeitpunkt. Kein Abseits gewesen. Und ja, Prüger sagt Dankeschön für den kleinen Kontakt und gibt sofort den Ball weiter an den Kapitän und etatmäßigen Elfmeterschützen John Verhoek, der sich das Ding schon einmal zurechtgelegt hat. Die Stutzen noch einmal kurz hochzieht. Ja. Im Duell 1 gegen 1. Kurzer Anlauf. Überlegt. Rein. Ja. Nicht scharf, aber platziert. Genau. Flach links unten rein. 9:0. John Verhoek mit dem Treffer nach Foul-Elfmeter für den FC Hansa Rostock. Ich muss sagen, das ging richtig schnell jetzt hier. Also Elfmeter-Pfiff und dann gleich der Elfmeter ausgeführt. Also ging fix, ne? Ja. Das sieht man, nee, aber das sieht man aus. Das sieht man in der zweiten Bundesliga dann eigentlich auch nicht so häufig. Nee. Ne? Da wird er nochmal gecheckt richtig. Vielleicht ja, zwischendurch. Genau. Das ist auch mal ganz angenehm, dass hier der Spielfluss jetzt hier nicht so großartig unterbrochen wird. Ja. Und jetzt kommt hier sogar nochmal die Sonne raus in Wismar. Das ist aber was Feines hier für die Schlussviertelstunde. Nochmal ein bisschen schönes Wetter. Ja, und die Nummer 27, Jonas Hurtig, geht jetzt vom Feld. Ja. Hast du gesehen, wer reinkommt? Der Lange da. Ja, Patrick Nils, die Nummer 10, der Steinsprecher hat es gerade angesagt. Der ist wirklich groß. Die Nummer 10 ist das, ja? Ja, Patrick Nils, genau. Und wen haben wir da jetzt noch im Zentrum? Die 25, Jan Mulak müsste das gewesen sein. Ja. Machen wir nochmal ein kleines Kreuz. Schauen wir mal, jetzt Wismar in Ballbesitz. Macht erstmal einen ganz lockeren Aufbau. Die Sonne, wie du schon gesagt hast, das kommt jetzt hier auch nochmal raus zum Ende der Partie. Lange ist ja nicht mehr zu spielen. 75 Minuten haben wir jetzt und da gibt es ja einen kleinen Zupfer am Trikot und ein Foul gegen den FC Hansa Rostock gepfiffen vom unparteiischen Florian Lechner. Wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, Zweitliga-erfahrener Mann, der aus der Gegend hier oben kommt und deswegen es sich nicht leben ließ, heute hier dieses Testspiel zu pfeifen, zu leiten. Und ja, viel hat er nicht zu tun gehabt,
eine gelbe Karte hat er eben verteilt, ja, beim Elfmeter. Und ja, sonst ist es eigentlich eine faire Partie. Der FC Hansa Rostock mit dem Ball erstmal zurück zu Körber. Wer auf Ananou den Ball hier spielt, der sich versucht jetzt, ja, was mache ich? 1 gegen 1. Trickreich. Schöner Doppelpass da. Spielt und jetzt ist es Sebastian Till, der den Ball mal weit rüber spielt. Schöner Flankenwechsel da von unserem Neuzugang. Und dann geht's übers Mittelfeld, jetzt über die rechte Angriffsseite mit Rich Munsi weiter. Und wird aber erstmal zurückgespielt, weil vorne Wismar sich da gut positioniert hat. Und der FC Hansa Rostock jetzt mal, ja, ruhig aufbaut, den Ball hier nochmal rüberspielt zu Ryan Malone, der nochmal zu Ananou den Ball spielt und der zu Prüger, der sich da versucht durchzusetzen, gibt einen Wurf für den FC Hansa Rostock. Und wir versuchen es nochmal hier über die Mitte, jetzt nochmal außen. Es ist Prüger, der da Richtung Strafraum geht und dann den Ball nochmal kurz hineinbringt. Und da ist er. Schöner Steckpass, aber auch. Ja, ja, abseits. Ja, aber Kai Prüger, sehr spielfreudig, fordert immer wieder den Ball, auch wenn er den Ball hat, versucht in die 1 gegen 1 Situation zu gehen. Der hat auf jeden Fall richtig Lust auf Fußball, das merkt man ihm heute an, bleibt aber leider ein und das andere Mal auch mal hängen am gegnerischen Spieler. Aber ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, dass er den Ball fordert, dass er Aktivposten ist und ist ein Zeichen dafür, dass er dem Team dann auch entsprechend helfen will mit einigen Ballaktionen. Ja, und da pfeift Florian Lechner das nächste Foul. Thomas Meissner kann es nicht so ganz glauben, aber einen kleinen Kontakt gab es da. Und gerade in solchen Spielen pfeift man sowas dann auch mal ab. Das heißt, Wismar mit dem Freistoß eröffnet wieder links raus, doch gleich wieder der Ballverlust, gleich wieder der Konter über die rechte Seite, über Rich Munsi, der im 1 gegen 1 sich wieder durchsetzen kann, versucht flach in die Mitte zu spielen, aber diesmal ist die Nummer 13 von Anker Wismar auf der Hut, kann den Ball einmal abfangen. Florian Estorf war das. Genau. Für Wismar. Und der FC Hansa Rostock versucht das jetzt da irgendwie zu spielen. Den normalen Platz, was ist ein normaler Platzsturm? Ja, wahrscheinlich der Platzsturm der Autogrammjäger, wir hatten es ja in Schwerin vor einiger Zeit. Ja. Oh, jetzt kommt der nächste Ball wieder in unsere Richtung. Den nächsten muss ich fangen, ne? Glaube ich, oder? Ja, aber... Sieht aber bestimmt nicht so gut aus wie bei dir. Nicht ganz so souverän, der Kollege von Wismar hier an der Kamera, aber gut. Der hatte auch ein bisschen mehr Effet. Von daher sei es ihm verziehen. Und jetzt gucken wir mal wieder Richtung Spielfeld. Da gibt es die nächste... Nee, doch keine Ecke. Das war ein Einwurf. Florian Lechner zeigt es an. Mit den beiden Fingern über dem Kopf. Ja, und wer macht klassische Einwurfgegner. Geste. Ja, nein, das ist ja fast wie ein Eckball, ne? Das also ist ja auf der Höhe. Wollte ich gerade sagen, das ist ein... Einer aufs Silbertablett gelegt für Ryan Malone, der jetzt natürlich da auch einen weiten Anlauf nimmt. Den sehe ich gar nicht mehr. So weit ist er hinten auf der Tatanbahn. Jetzt ist er angelaufen. Und das ist wie ein Eckball. Der kommt fast, wie gesagt, auf den Elfmeterpunkt. Und, ja, John Perrault gar nicht so damit gerechnet, dass er so weit kommt. Läuft er unter dem Ball durch. Naja, langsam müsste er es ja auch wissen, dass Ryan Malone doch sehr, sehr weit kommt. Aber gut, es kann halt nicht immer klappen. Genau, und der FC Hansa Rostock jetzt da im Ballbesitz. Ja, John... Hat den Ball so ein bisschen vertändelt, konnte ihn nicht behaupten, konnte seinen Körper nicht so richtig gut dazwischen stellen. Wismar hat sich den Ball wiedergeholt, ist jetzt hier auch im Angriff auf der rechten Seite. Spielt den Ball nochmal ins Mittelfeld und nochmal schön hier raus. Also das war eine gute Flanke. Ja, da siehst du schon. Ananou ist da richtig schnell. Der macht da fast einen Schritt mehr als sein Gegenspieler und ist dann auch natürlich schneller am Ball. Oh, 2412 Zuschauer. Ja, haben wir uns doch ein bisschen verschätzt, aber wenn ich jetzt mal nach links schaue, die Kurve doch auch sehr, sehr gut gefüllt. Das sah vorhin noch nicht ganz so voll aus. Und auch rechts die Haupttribüne jetzt hier doch fast voll. Also knappe 2.500 Zuschauer hier in Wismar am Donnerstagabend. Ich denke mal, das ist eine ordentliche Zahl. Sowohl für Anker Wismar als auch für unseren FC Hansa Rostock. Genau, und Anker Wismar jetzt nochmal im Ballbesitz. Hinten von ihrem Torhüter raus haben sie den Ball bekommen und versuchen es jetzt nochmal hier über das Mittelfeld den Ball zu spielen, aber der FC Hansa Rostock wieder dazwischen. Jetzt wollte da Rich Munsi eingesetzt werden und sollte eingesetzt werden. Das ist nicht gelungen. Verlieren da den Ball, die Rostocker. Und jetzt sind sie aber wieder am Ball und versuchen das hier übers Mittelfeld. Ja, da konnten sie den Ball nicht richtig unter Kontrolle kriegen. Aber es gibt einen Freistoß. Gepfiffen gegen Anker Wismar für den FC Hansa Rostock. Und ja, schauen wir mal, wer da derjenige sein wird, der diesen Freistoß.
Freistoß ausführen wird. Ah, wird sich da zurechtgelegt. Ja, schauen wir mal, was für eine Variante jetzt sein wird. Mauer wird da auch gestellt von Anker Wismar. Und natürlich auch Richtung Strafraum stehen alle großgewachsenen Spieler unserer Kogge bereit. Der Ball freigegeben, Nico Neidhardt bringt ihn rein. Und ja, der geht genau in die Arme von Hajo Michel Kurt. Und ja, der wirft ihn gleich ab und Wismar ist wieder im Angriff. Ja, schöner Ball in die Spitze, wird runtergepflückt mit der Brust. Ananou versucht es ein bisschen zu klären, aber kriegt es auch nicht ganz hin. Jetzt wieder der Ball auf der rechten Seite für Anker Wismar, aber diesmal Ananou dazwischen. Ach nee, das war Ritschmusi, wo kommt er denn auf einmal her? Jetzt ist er auf einmal auf der linken Verteidigerposition. Der Junge ist heute wirklich überall. Jetzt aber Sebastian Till am Ball, bringt den Ball nach vorne. John Verhoek mit dem Kopf flach legt auf den Boden. Vor. Ja, also ungewöhnliche Aktion, aber bleibt im Ballbesitz, von daher, auch wenn es ein bisschen außergewöhnlich war, aber jetzt hier Ritschmunzi, ja, vielleicht liegt es dann doch an der falschen Position, vertändet den Ball ein bisschen, Kann ihn nicht behaupten. Anker Wismar jetzt mit dem Einwurf auf der rechten Seite, kurz gespielt, ein bisschen in Bedrängnis gekommen, lösen es aber gut, ja, mit dem Tunnel, Ritschmunzi jetzt hier mit zwei unglücklichen Situationen, kurz ineinander, aber gut, ist ja nichts passiert, von daher Hansa wieder im Ballbesitz über Ryan Malone. Jetzt als letzter Mann legt den Ball nochmal quer raus auf Thomas Meissner. Der kann ihn treiben, hat viel Platz, geht über rechts mit dem langen Ball auf Nico Neidhardt. Rechts außen raus, direkt weitergeleitet und da steht Kai Prüger, aber leider einen Schritt im Abseits. Von daher Freistoß für Anker Wismar. Kurz ausgeführt über den Torwart. Der Ball schon wieder im Spiel. Einmal kurz nach vorne gelegt und rechts raus über die Nummer 8. Über, ja gut, hier steht der Name natürlich nicht komplett drauf, jetzt wollte ich ihn gerade nochmal sagen. Wolltest du mal richtig rausmachen, jetzt denkst du, Hannes, Ja, vielleicht Michael. Vielleicht Michael. Wir gucken nochmal nach. Aber Köhn heißt auf jeden Fall mit Nachnamen. Köhn heißt ja mit Nachnamen, das kriegen wir hin, genau. Aber solche Situationen hatte ich auch schon. Ja, ja. Der Name, die ganze Zeit so, Schockst du erstmal. Ja, das ist ja live, ne? Genau, das ist live und in Farbe heute. Und der FC Hansa Rostock versucht jetzt da hinten den Wismarern den Ball abzustibitzen, das gelingt ihnen auch, sind jetzt in Ballbesitz, bringen aber erstmal zurück, dann wird er nach vorne geköpft und Wismar verliert ihn dann und jetzt geht es hier mal schnell über die rechte Seite. Ja, da tankt sich Svante Ingelsson durch. Stütze der Svante. Ja, verlagert seinen Körperschwerpunkt ein bisschen nach unten und da reicht schon ein kleiner Schubser mit dem Ellbogen von hinten, dass Svante Ingelsson da aus dem Tritt kommt und ja, auch wieder Florian Lechner vollkommen auf der Höhe. Das passiert mir beim Gehen sogar. Mit dem Körperschwerpunkt, weißt du. Ja. Und dann auch ohne Druck von hinten. Ohne Ball. Genau. Ja, aber Freistoß, ja, ich würde mal sagen, was haben wir da? 25 Meter vor dem Tor. Ziemlich zentrale Position. Sebastian Till legt sich den Ball hin. Ist auch diesmal der Einzige, der zum Anlauf bereitsteht. Und wird wahrscheinlich dann auch derjenige sein, der den Ball... Obwohl, nee, Kai Prüger kommt jetzt auf einmal noch dazu. Ja. Ganz aus dem Nichts. Na, mal schauen. Aber ich denke trotzdem, dass Sebastian Till den nach vorne bringen wird. Vielleicht sogar direkt versucht. Aus 25 Metern wäre natürlich eine schöne Situation, wenn es klappt. Prüger läuft kurz an. Till, ja. Oh, an den Außenposten. Naja, bringt er doch direkt, ja. Ja, ja, kann er. Und da war auch keiner mehr dran, meiner Meinung nach. Also, guter Versuch, flach, an den Außenposten. Mit dem linken Fuß aus, ja, gut 25 Metern, also... Das soll er ja können, ne? Ja, hat er jetzt schon mal gezeigt, ne? Genau, ja, genau. Schauen wir mal, wie es dann im Liga-Alltag wird. Vielleicht werden wir das ein oder andere schöne Freistoßtor von ihm sehen. Aber jetzt erstmal wieder Anker Wismar, die sich da mal durchtanken. Ja, und, und jetzt muss es einen Foul geben. Und das kann man eigentlich auch mal gelb für geben für so eine Situation. Ryan Malone lässt den Arm da einmal kurz rausschnellen, kann Paul Baske nur mit dem Foul stoppen. Aber, ja, Florian Lechner lässt die Karte nochmal stecken. Genau. Im Liga-Alltag hätte er wahrscheinlich schon mal jetzt gerade auch zu dieser Zeit vielleicht doch mal den Karton gezogen. Hätte er gemacht. Ja, 85 Minuten. Das Spiel leigt sich so langsam, aber sicher dem Ende. Der FC Hansa Rostock führt hier 9:0. Vielleicht machen wir noch ein Türchen mehr, um die Sache hier noch richtig rund zu machen. Ja, schauen wir mal, aber jetzt ist mal Freistoß. Ich gucke auch mal nach links. Also ich glaube, da wird schon alles gegeben, um den leichten Platzsturm dann zu verhindern. Da versammeln sich einige Kinder, die vielleicht noch das ein oder andere Autogramm erhaschen wollen. Aber er blickt zurück auf den Platz, abgefälscht der Ball nach vorne. Aber Hansa kann den einmal klären und Ananou auf der linken Außenbahn schlägt das Spielgerät nach vorne, auf und den Fuß von Kai Prüger und der treibt ihn direkt wieder. Nico Neidhardt auf der linken Seite.
Hat ganz viel Platz. Muss ihn in die Mitte ziehen. Nein, legt ihn direkt raus, links außen auf Svante Ingelsson, doch abgegrätscht von Bill Wilms, dem langjährigen Kapitän unserer Amateure, jetzt im Trikot von Anker Wismar. Genau, der war vielleicht ein bisschen weit der Ball raus für Nico Neidhardt, aber hat das nochmal versucht gut zu klären und Svante da außerdem mal durchgesetzt auf Kosten eines Eckballs. Das ist gut, können wir nochmal schauen. Jetzt sehen wir auch gerade die Ersatzspieler von Hansa, Nils Fröhling sehe ich da, Lukas Fröde. Erfüllen den einen oder anderen Programmwunsch, um den, das machen sie schon. Den leichten Platzsturm, wie der Stadionsprecher ist. Platzsturm leid ist heute vorbei. Einmal zu verhindern, also Autogrammwünsche werden auch hier erfüllt, während die Ecke wieder reinkommt. Lang auf Kai Prüger, diesmal am zweiten Pfosten, der bringt ihn nochmal rein und da ist Svante Ingelsson. Mensch, den muss er doch machen. Ja, aber er kriegt ihn gar nicht so richtig mit dem Kopf, kann ihn aber nochmal rauslegen auf Sebastian Till. Und der bringt ihn wieder in den Fünfer, aber diesmal steht... Und der weich. Und Falli vielleicht mal? Nö. Abgelegt. Eieiei, jetzt aber da war ein schöner Schuss. Ja. Abgelegt. Wieso hast du jetzt bei der Ecke drüber? Ja, ich habe die Ecke da. Nein, ich habe die Ecke vorhin gar nicht aufgeschrieben gerade. Da war ich abgelenkt von den Jungs. Aber ja. Sebastian Till macht es zweistellig. Einmal kurz abgelegt und dann humorlos mit seinem starken linken Fuß direkt genommen und schweißt das Ding dann einmal in die kurze linke Ecke ein. Von daher 10-0. 3,5 Minuten vor Schluss für unseren FC Hansa Rostock. Ja, so sieht's aus. Sebastian Till. Und da gibt es nochmal einmal Szenenapplaus. Die Nummer 6, Nico Libeleb auf Seiten von Anker Wismar, geht einmal runter. Und auch unsere Nummer 9, Paul Baske, wird er doch nochmal geschont. Fürs Wochenende doch nochmal ein bisschen Körner. Freut mich natürlich. Aber auch ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall Aktivposten gewesen auf Seiten von Anker Wismar. Und jetzt müssen wir schauen, wer reinkommt. Die Nummer 18 kommt nochmal rein, bekommt nochmal ein paar Spielminuten. Janis Meyer. Und so viel sind es gar nicht, die ja jetzt noch gefehlt haben. Also haben sie auch fast komplett gewechselt dann. Ja, und die 16, glaube ich, noch, oder? Malte Fritz, genau, kommt auch nochmal. Genau, also jeder kriegt hier nochmal ein kleines Minütchen gegen den FC Hansa Rostock. Ist ja auch nicht alltäglich, dass man gegen einen Zweitligisten hier zu Hause spielt. Jetzt nochmal der FC Hansa. Versuchen sie nochmal durchzusetzen mit Kai Prüger. Schön, 1-2 Leute nimmt er da raus. Ananou auf der linken Angriffsseite müsste den Ball jetzt nochmal reinbringen. Ah, schade. Bleibt gleich hängen. Bleibt hängen. Die Flanke ist nichts geworden und so kann Anker noch mal ein bisschen nach vorne rücken. Das machen sie auch. Aber Rich Munsi ist weit mit nach hinten geeilt, aber Körber hat ihn jetzt am Fuß. Da hat der FC Hansa Rostock gut aufgepasst. Ja, und Ananou immer noch vorne am Boden, hält sich da auch ein bisschen, hat er ein bisschen den Knöchel. Ja. Aber scheint weiterzugehen. Er steht auf jeden Fall schon wieder, humpelt hier ein bisschen los. Ja. Aber scheint wohl doch nicht so schlimm gewesen zu sein. Der Ball auch weiterhin nicht im Aus. Also Hansa spielt sich den einfach kurz hin und her. Schiri checkt einmal kurz ab. Also unterbrochen ist das Spiel nicht. Komm weitergehen. Schiri sagt auch, geht weiter. Mach mal weiter. Und da kommt einfach mal der Pass nach vorne. Ja, gut. Schade. Kleiner Überraschungsmoment, aber konnte der FC Hansa Rostock hier nicht ausnutzen. Auch wenn John Verhoek da an die Spitze gestartet ist. Der Pass von Sebastian Till kommt da leider nicht an. Schade. Schön gemacht von Dressel. Ja, aber jetzt auch wieder Anker Wismar einmal in Ballbesitz. Und nur mit dem Foul zu stoppen von Dennis Dressel. Und es gibt nochmal Freistoß. Ja, 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. Der kann eigentlich nur vorne reingeschlagen werden, jetzt auch so kurz vor Schluss. Also spielerisch lösen das Ding. Na doch, wird einfach noch hinten reingeschlagen. Okay. Da dachte ich, sie nutzen vielleicht die Chance nochmal, um nach vorne zu kommen. Aber jetzt der zweite Ball nach vorne. Und da ist jetzt natürlich wieder gar keiner mehr. Nee. Also das haben sie nicht so clever gelöst hier, die Wismarer. Dementsprechend Ananou wieder, auch scheint wieder fit zu sein. Knöchel schmerzt nicht mehr so doll. Treibt den Ball über die linke Seite auf Kai Prüger und der nimmt gleich wieder Tempo auf. Ja, der hat noch Luft, der hat noch Zeit. Und der bleibt in Ballbesitz, legt ihn raus auf Dennis Dressel, der ganz weit rechts den Seitenwechsel einmal wagt. Ich sehe den gerade, Nico Neidhardt wieder zurück auf Dressel. Und der lässt ihn wieder hinten rumlaufen auf Thomas Meissner. Und jetzt haben wir hier noch eine halbe Minute zu spielen. Vielleicht sehen wir noch einen Angriff. Langer Ball wieder auf Ananou, der kommt butterweich. Ananou aber mit einer, ein bisschen versprungenen Annahme. Und so, dass Wismar den Ball jetzt wieder rausschlagen kann. Und Meissner auch wieder im Luftduell. Muss er gar nicht hochspringen, kriegt das Ding trotzdem. Und Melon jetzt nochmal auf Körber zurück. Der den Ball einmal wieder verteilt nach rechts außen. Und das könnte jetzt schon so mit die letzte Aktion im Spiel sein. Ich gehe nicht davon aus, dass sie großartig nachgespielt wird. Die letzten 10 Sekunden laufen hier so runter. Sebastian Till nochmal rechts raus auf Nico Neidhardt. Wenn wir nochmal zur Torchance kommen wollen, muss das Ding jetzt doch mal nach vorne gebracht werden. Aber Hansa lässt den Ball auch einfach laufen, spielt wieder hinten rum und spielt wieder nach vorne. Lässt den Ball in den eigenen rein. Und wie ich es gesagt habe, Schluss. Pünktlich 90 Minuten. 10-0. Ja.
Ja, Hannes, du gehst jetzt gleich zu den Interviews. Mir hat Spaß gemacht, mit dir heute das Fanradio zu moderieren. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir beide hier die Ehre haben. Ja, Thomas, vielen Dank. Viel Spaß bei den Interviews jetzt. Ja, ja. Du wurdest auserkoren. Ja, alles gut. Und euch wünschen wir noch einen schönen Abend und hoffen, dass wir euch alle am Samstag gegen Brøndby Kopenhagen sehen und dann natürlich auch eine Woche später zum Heimdebüt gegen Heidenheim. Es hat uns Spaß gemacht, bleibt uns gewogen und bis bald. Euer Hansa Fanradio. Ahoi.